Okay. So, jetzt, okay, jetzt müsste es laufen. Wir schauen uns jetzt mal nochmal so Kleinigkeiten an, die ich immer wieder wiederhole. Und auch jetzt sage ich von vorne weg, ich erzähle es nur dem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Wenn du das verstehst, was das bedeutet für dich, für den, den ich jetzt anspreche, das kann dein ganzes Leben verändern, wenn du dich darauf einlässt. Und ich sage immer wieder, es ist an keine Bedingung geknüpft. Das heißt, dein Brösel-Dasein, die Rolle, die du zurzeit spielst als Person, die bleibt dabei vollkommen unangetastet. Auch das, was du glaubst, lass mal vollkommen unangetastet. Es ist ja diese unglaubliche Aussage, dass ich zuerst einmal sage, bei Holofeeling ist egal, was einer behauptet, egal, was einer glaubt, den wir uns jetzt ausdenken, egal, welche Internetseite wir aufschlagen, egal, welches Buch, diese Bücher sind ja mittlerweile schon Vergangenheit, ist ja nur noch Internet, egal, welches Buch du nimmst, welche Seite du aufschlägst, das, was du dann siehst, ist richtig. Da muss ich natürlich wissen, was richtig bedeutet. Es ist zuerst einmal, da steckt das Wort Richtung schon mit drin. Und wenn ich in eine Richtung schaue, gibt es andere Richtungen, die ich in dem Moment nicht sehe. Das heißt, das sind andere Richtungen, die ich nicht sehe, weil ich mich nur mit dieser einen Richtung verbinde. Das nennen wir dann richtig und alles andere ist dann verkehrt. Das sind Kehrseiten, Spiegelungen. Die Sprache, sage ich immer wieder, ist extrem präzise und die geistige Reife von dir Geisteswung. Ich nenne das ja Geistesfunk, kann dir das ganze Holofeeling erklären. Es ist nur viel, aber es ist relativ einfach, wenn man mal sich auf die wesentlichen Sätze einlässt. Wir können ja, egal welches Thema wir aufgreifen, was du feststellen, du hast um dich herum eigentlich nur geistlose Affen. Und dazu allen voran gehört der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und ich meine das nicht aus einer Beleidigung heraus, sondern das ist das, was ist. Man muss sich daran gewöhnen, zu erkennen, ich wiederhole Sätze, dass alles, was man bis dato geglaubt hat, was man vom Hörensagen kennt, was man erzählt bekommen hat, in Elternhaus, in Schule, in Umwelt, aus Medien, aus Persien, Medien und Persien, die Geschichte Esther. Ich sage mal, Medien sind eine Informationsquellen. Jetzt über die Medien und Persien, da denkst du an das lateinische Wort per se, das heißt, es wird durch dich verwirklicht. Wir machen hier keine religiöse Spinnerei, die baut nur auf Dogmen auf. Jede Religion zwingt dich zu glauben. Und zwar an Sachen zu glauben, an Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Ich betone hier nochmal die Kreuzigung Christi oder die Nichtkreuzigung des Jesus. Je nachdem, ob man dir den Koran einnimmt oder das Neue Testament. Und auch jetzt, ich schmälere nicht diese heiligen Schriften. Der Koran ist genauso wertvoll und richtig wie das Neue Testament oder das Alte Testament oder die Upanishaden oder die Physikbücher oder die Chemiebücher, wenn du liest. Das sind Schriften von Glaubensgemeinschaften. Jeder beweist dir was, indem er dir eine Schrift hinhält. Und wenn ich jetzt ins Arabische gehe, in den Islam reingehe, diese unendliche Feindschaft, dieser unendliche Hass, die Schrift, der Koran ist daran nicht schuld. Den kann man sehr vielfältig auslegen. Was dran schuld ist, sind den Meister, den du nachäffst. Weil der ganze Hass, jeder beweist es, indem er den Koran hochhält im Islam. Und die halten alle denselben Koran hoch. Es wird nicht darüber gestritten, welcher Koran richtiger ist, aber es wird über die einseitige Auslegung dieser Schriften gestritten. Es ist übrigens im Christentum kein bisschen besser. Wenn du meinst, oh, das sind ja Fanatiker, wir sind ja die lieben Christen, dann blätter man dann in geistigen Archiven zurück ins Mittelalter. Zu Luthers Zeiten, Katholiken, Protestanten, in unserer ausgedachten Weltvergangenheit, alle Kriege basieren zuerst einmal auf zwei Ursachen, aus Religionskriegen bis zum heutigen Tag und zur Zeit jetzt, was du die Neuzeit oder die neue Vergangenheit nennst, regiert halt nur eine Weltreligion und das ist der Materialismus, der Kapitalismus und der Krieg, Gott ist Geld. Es wird immer um Gott gestritten. Ego-Programme. Ego-Programme, aber falsche Vorstellungen von Gott. Bis du dann begreifst, was Gott ist. Das erklärt die Holofeeling. Und die erschreckende Erkenntnis ist, dass du für deine Welt Gott bist.
Ich mache jetzt einen kleinen Trick. Ich sage bloß, du musst bloß begreifen, dass du jetzt ein Geist bist, der träumt. Das ist leicht nachzuvollziehen, obwohl das so unglaublich klingt. Aber das ist das, was ist. Und ein alter Satz vom Udo, den ich schon lange noch mal gesagt habe. Die wirkliche Wirklichkeit schert sich an Dreck drum, ob du das glauben willst oder nicht. Es ist das, was ist. Und die wirkliche Wirklichkeit ist das, was 100% sicher ist. Und alles, was du aufgrund deines Glaubens, den du anhängst, das für wahr halten, als bis jetzt Oholo-Feeling, als 100%ig sicher angesehen hast, es ist mir ein leichtes, jeden Geist, ein Gedanken von mir kann ich nichts beweisen, zu beweisen, dass über 99% von dem ganzen Zeug, wo du in einem Wahn geglaubt hast, das ist 100%ig sicher bewiesen, dass nichts und niemand das einmal überprüfen könnte, nicht einmal, wenn er wollte. Ja. Das ist dieser Kern, auf den man sich einlassen muss. Darum wiederhole ich das immer, weil das jetzt noch kein großer Wissenskomplex ist, über den man irgendwie diskutieren kann. Das ist ein digitales Phänomen. Ich sage immer, entweder hast du das verstanden, du akzeptierst es, oder du hast es nicht verstanden. Das trennt zwischen Sein und Nichtsein. Und das Erste, was ich dir sage, es wird niemals irgendein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, verstehen können. Ich erkläre das dem, der mich jetzt ausdenkt. Mich meine ich jetzt den Udo, das Pixelmännchen. Oder du hast ja jetzt nur den Monitor mit dem Pixelmännchen. Wir reden von dem, was 100%ig sicher ist. Darum wiederhole ich das. Das vergisst man nämlich immer wieder, wenn du Nachrichten anschaust. Wir können ja dann kurz einmal in dem Gespräch reinspringen, wenn ich irgendwas erzähle, weil ich so Musterbeispiel mache. Und dann schauen wir uns so wie. Ich versuche dich jetzt möglichst präsent im Jetzt zu halten. Das heißt, dass du dir jeden Moment bewusst machst, was für eine Information liegt jetzt eigentlich vor, was nehme ich jetzt sinnlich wahr, sinnlich, raumzeitlich, materiell, und was sind Gedanken. Aber sobald dieses Gespräch zu Ende ist und du begibst dich wieder in diesen Unbewusstheitszustand, das du mein normales Leben nennst, und dann lasse ich ein Video laufen über Nachrichten oder über Krankenhäuser in der Tagesschau, wo die Krankenhäuser voll sind, oder ich zeige dir, weil sehr aktuell den Alexander Gast, da können wir vielleicht nochmal reinschauen, das ist der deutsche Astronaut, der Nette, der jetzt schon ein paar Mal auf der Raumstation oben war, und der erzählt dann, wie das da oben ist und der Werdegang, und dann ist es wieder weg und dann gibt es da außen wieder Welt und du kriegst wieder das zweite Gebot. Es ist eigentlich schon interessant, dass gerade jetzt diese 10 Gebote, die ja keiner beachtet, und ich weise immer wieder auf das erste und das zweite hin, ich reduziere noch auf das klassische zweite, mach dir kein Bild von irgendwas da oben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Das ist eine ganz klare Aussage, ein ganz einfacher Satz. Bring mir einen Christen, einen Moslem, der dieses Gebot hält. Von einem Materialisten erwarte ich es ja sowieso nicht. Und es geht ja nicht, dass du dir keine Bilder machen darfst. Die machst du als träumender Geist laufend, aber die machst du hier und jetzt in deinem Kopf, in dem roten Kopf. Und der Kopf des träumenden Geistes, in dem das wie in einem Kino sich abspielt. Wir machen kein Science-Fiction. An was denkst du, wenn du an träumenden Geist denkst? Da liegt einer da, und wenn der träumt, dann erlebt er in seinem Kopf was wie ein Kinofilm. Das ist natürlich jetzt ein ausgedachter träumender Geist. Das ist schon wieder was Existierendes. Was ist, wenn du selber der träumende Geist bist? Dann ist der Körper, den wir uns jetzt ausdenken, für dich gar nicht existent, sondern dann ist dein Körper der Körper, an den du denkst, der sich dann in diesen Kopf denkt, an des träumenden Geistes. Und da du ja nicht weißt, dass du jetzt träumst, bist du mehr oder weniger, das ist das Matrix-Beispiel. Du bist in einer Traumwelt. Ja. Das ist dein Jetzt-Zustand. Das heißt, wenn du jetzt an deinen Körper denkst und du sitzt jetzt vor dem Computer oder hast dein Handy in der Hand, das ist dein Avatar in der Traumwelt. Dieser Körper ist aber in dem Moment schon wieder in dem Augenblick weg, wenn du ihn nicht mehr denkst. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Jetzt schaust du in dich hinein, was du glaubst, und jetzt wirst du feststellen, das ist ein massiver Fehlglaube, weil du hundertprozentig sicher bist, dass dieser Körper und dein Gehirn auch dann ist, da ist, wenn du nicht an deinen Körper und an dein Gehirn denkst, weil, ist ja logisch, wenn der Körper nicht da wäre, wird es ja mich nicht geben. Ich bin ja bloß, ich Geist, bin ja bloß ein Abfallprodukt meines Gehirns. Jetzt, wenn man das ein paar Jahre wiederholt, ihr nickt jetzt lächelnd, dann merkst du, was das für ein Wahnsinn ist.
Ja. Man ist sprachlos. Jetzt musst du wissen, und ich bleibe, wenn ich immer sage, ich rede normal, bleibe ich in dieser gewohnten von Brüssel zu Brüssel-Ebene. Du musst jetzt wissen, dass jetzt hier, wenn du jetzt das Gogo-Programm oder das Trixi-Programm laufen hast, das heißt, du empfindest dich dann als Gogo oder als Trixi, dass ihr eigentlich schon mein Gesetz mit den 100 Affen, da einige, Toni, Helene, die Feddings, die seit 25 Jahren das Zeug studieren, die haben Vorleistung geleistet. Darum fällt es alles, was nachkommt, wenn du hier Nachgeneration bist. Und ich rede nicht von Chronologie, sondern von einer geistigen Hierarchie. Begreift ihr das immer leichter? Es fällt immer leichter auf. Darum sage ich, es reicht, wenn du Geist. Und jetzt habe ich wieder Gogo und eine Trixie angesprochen, die du vorher vor dir auf dem Bildschirm siehst. Es sind nur Gedanken von dir. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du das zweite Gebot hältst und du jeden Moment im ewigen Jetzt dir klar ist, dass was auftaucht in dir an Information, egal ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ob es nur ein Gedanke ist, der in dir auftaucht, dass das aus dir selbst kommt. Und das schauen wir uns jetzt ein wenig genauer an. Ich habe hier, und zwar möchte ich gern eingehen nochmal auf das letzte Selbstgespräch, also nicht Selbstgespräch, sondern auf meinen Eintrag im Chat. Ich rede jetzt so, da musst du auch nicht drin sein. Wenn du drin bist, bist du kein besserer Mensch. Ja. Du suchst dir das eh draus. Du musst auch keinen überzeugen, sondern ich erkläre elementare Prinzipien und die findest du in den Offenbarungen. Das ist natürlich ein Riesenwerk, was ich sage. Ich nenne immer bloß die Zahl 25.000 Seiten. Das sind eigentlich noch wesentlich mehr. Die Frage, was in dir wach wird, das ist wie in einem Videospiel, wo du erst, wenn du gewisse Aufgaben gelöst hast, wird das nächste Gebiet freigeschalten. Mhm. Und bei den meisten, wenn du ein ganz kleiner, unreifer Geist bist, was natürlich ein Ego überhaupt nicht hören will oder wahrhaben will, wenn ich sage, du bist der kleingeistige Hosenscheißer. Mhm. Das habe ich zu viele alte Professoren schon gesagt, die kurz vor ihrem Ruhestand stehen. Ihr ganzes Leben studiert haben und ich sage, du bist ein kleingeistiger Hosenscheißer. Und wenn man die Größe hat zuzuhören und da viele ein großes Wunder erlebt, weil die dann feststellen, dass sie durch Holofeeling mit einem Wissen konfrontiert werden, das wirklich das menschliche Wissen einer Menschheit um geistige Welten überragt, ohne in einen blinden Glauben verfallen zu müssen. Das ist ja das Eigenartige. Bei Holofeeling erkläre ich dir das, dass wirklich jeder 13-Jährige, wie ich sage, das nachvollziehen kann und es ist keine Frage des blinden Glaubens, was die Naturwissenschaft von dir fordert. Es sind hunderte von kleinen Beispielen, kindgerechten Beispielen. Und je nachdem, wer du jetzt zu sein glaubst, hast du etliche Beispiele schon zigfach gehört. Mhm. Da gibt es ja welche, die machen schon seit 10 Jahren in Holofeeling, wie das immer genannt wird. Ist ja Blödsinn, in Holofeeling kannst du nicht machen. Du kannst es studieren oder du kannst es sein lassen und was das Schlimme ist, es hat natürlich zwei Seiten. Es kann auch extrem das Ego aufblähen. Mhm. Das sind dann so Aussagen, ich kenne jemanden, der hat sich mit der Glauben beschäftigt, der ist in der Klapse gelandet. Ich sage immer, ich kenne 4 Stück. Oder ist nicht Holofeeling dran schuld? Wenn du dir mit dem Küchenmesser die Gurgel aufschlitzt, kann das Messer nichts dafür. Mhm. Mhm. Apropos Messer, fällt mir gerade der Schwachsinn in der klassischen, wenn du jetzt fliegst, einreisen tust am Flughafen und du warst irgendwo, weil das Thema kommt mir gerade ins Hin, dass du merkst, wie irrsinnig das Ganze ist und dann wird einer rausgezogen und das ist Jäger und der hat sich hier ein paar Taschenmesser und schöne Messer mitgenommen, ich weiß nicht, wo er war, irgendwo in Indien oder in Thailand, ich weiß es nicht, hat er sich schöne Messer mitgenommen, weil der Messer sammelt. Dann hat er das aufgemacht, dann haben die Messer angeschaut, kenne ich aus das Fernsehen heraus. Und dann wurden ihn von den 4 oder 5 Messern wurden 2 weggenommen. Du darfst nämlich kein Messer, das aufspringt, ein normales Klappmesser darfst du mitnehmen, wenn das aufspringt, ist es nämlich strengstens verboten, hat er Strafgericht. Mhm. Die sind auch in Deutschland, die darfst du in Deutschland nicht mehr verkaufen. Mhm. Jetzt frage ich dich, wo ist eigentlich der Unterschied? Dann müsste ich ja Küchenmesser auch verbieten, weil das Aufspringen ist ja nicht tödlich, sondern das Messer ist tödlich. Mhm. Was sind das für Regeln? Mit was für einer Begründung? Das macht gar keinen Sinn, wie die ganzen Regeln keinen Sinn machen. Wir haben kurz bevor ich die Aufnahme eingeschaltet habe, bin ich darauf eingegangen mit Corona. Mhm. Die Ursache von Corona ist nicht da außen, ist nichts, wenn du das zweite Gebot hältst. Das heißt,
Und ich sage jetzt wieder, du Geist wirst bis in alle Ewigkeit leiden und ich werde jetzt die Schraube extrem anziehen, glaub es mir, in deiner Traumwelt. Jede Kleinigkeit, jede Unachtsamkeit werde ich abwatschen ohne Ende mit Schicksalsschlägen. Das ist jetzt übrigens keine Drohung und keine Boshaftigkeit, sondern wenn du das Bardo als Geist nicht einziehen willst, nicht akzeptieren willst, dass es so ist, dass du ein träumender Geist bist, dann werde ich dich wach machen, ich mache ihn Wecker lauter. Wenn du nur ein Gedanke bist, ist es eh egal. Das heißt, ich wähle nicht irgendwelche Menschen, die ich mir ausdenke. Es ist wie beim Videospiel, ich sage mal, um das extrem einfach zu machen, jetzt müsste man natürlich wissen, wie Videospiele, diese offenen Welten funktionieren. Was jetzt ältere Menschen, kann ich jetzt schon, also Geistesfunken, die mit älteren Programmen laufen, die das nicht mehr auf dem Film haben, weil sie da schon rausgewachsen sind, wie das aktuell geworden ist, können mit dem Beispiel nichts anfangen. Einfach mal einen Gedanken mitgehen. Es geht nur, verstehst du, was ich dir mitteilen will? Mit den anderen Figuren, mit diesen Antagonisten in deiner Traumwelt machst, die kriegen das nicht mit. Ich verweise auf das letzte, vorletzte Selbstgespräch, wo ich sage, Materie, die du dir ausdenkst, hat keine Empfindung, kann nicht spüren. Es ist gleichgültig, ob du von Steinen haust mit dem Hammer oder auf deine rechte Hand. Deine rechte Hand, die du dir ausdenkst, diese materielle rechte Hand spürt genauso viel wie der Stein. Und Materie kann nichts wissen oder verstehen. Ein Computerchip und dein Gehirn, das ist alles Materie. Jetzt überlege mal, ob du glaubst, wenn es das nicht geben, wird es ja mich nicht geben. Ich sage, nein, es gibt keine Materie, wenn du dir keine ausdenkst. Es existiert nur das, was du jetzt denkst oder was du sinnlich wahrnimmst. Ja. Und wenn du Geist jetzt, der das erlebt, einfach nur schaust, das ist eine ganz einfache Aussage, dann wirst du feststellen, dass du keinen Gedanken festhalten kannst. Alles, was existiert, was aus existiere, was aus dir heraustritt, ist in dem Moment, wo du es anschaust, das Geräusch, das jetzt Vogel, Kirchenglocke, das kommt nichts von außen. Da außen ist nichts, du träumst. Es kommt aus dir, aus dem absoluten Mittelpunkt, den wir Gott nennen oder jetzt modern sage ich Internet. Und darum ist auch dieses Beispiel, das ich immer wieder bringe, wenn du jetzt auf der Bröselebene, auf der menschlichen Ebene von Person zu Person einfach jetzt du, bewusster Geist, in deiner Maske, in deiner Rolle, in deiner Traumwelt, als Avatar, als Protagonist, als die Hauptrolle, die du spielst, was ja auch Regisseur heißt, weil du den Joystick in der Hand hast als Spieler in einem Singleplayer-Modus. Wenn du jetzt hingehst zu irgendeinem anderen Menschen und sagst, du bist bloß ein dummer Affe. Ich sage immer zum Chef, sag das zu deinem Chef, wenn du auf der Arbeit bist. Dann schau, wie der reagiert. Das ist eine KI. Es ist einfach ein Programm, das auf diese Eingabe reagiert. Und ihr wisst, ich wiederhole da nochmal und ich sage mal jetzt bitte sofort abwinken, dass das nicht eskaliert, wenn das dein Chef ist in dieser Rolle und sage, es ist nicht meine Meinung. Ich habe dir jetzt erklärt, was du glaubst, dass du bist. Ich glaube nicht, dass du ein dummer Affe bist. Und jetzt kommt Corona. Ich habe das jetzt nochmal wegen Corona gesagt. Du sagst zu jemandem ganz klar das, was aufgrund seiner Erziehung glaubt, dass er ist. Ein Affe, ein Primat. Und er versucht, diesen Affenkörper möglichst lang am Leben zu erhalten. Eine panische Angst, diesen Affenkörper zu verlieren. Und du sagst jetzt, du bist der Affe, lass mir das dumm weg. Und er ist beleidigt, weil du das zu ihm sagst, was er glaubt. Merkst du jetzt diese Schizophrenie? Nee. Das gilt für jeden Bereich. Mhm. Und dann kommen die Laberer daher und jetzt die Figuren in deinem Traum. Du kannst immer bloß hier deine Antagonisten anschauen, wie sie reagieren, wie sie sich äußern. Und du musst das dann mal wissen, ich stehe vor allem. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Wenn du das nicht akzeptierst, hast du, wenn du Geist bist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, wirklich noch ein Riesenproblem. Und wenn du bloß ein Gedanke bist, das heißt etwas, was du Geist, der du dir jetzt den Udo ausdenkst. Die Udo hat überhaupt kein Problem, weil der Udo bloß ein Gedanke von dir ist. Nee. Für dich wird der Gedanke so sein, wie du in dir denkst. Das gilt auch für den Menschen Udo. Für die Trixi, für den Gogo, egal für jeden Politiker, den du dir jetzt ausdenkst. All diese Gedanken, Bindestrich Menschen, Bindestrich Informationen,
existieren immer nur in dem Augenblick, wo sie von dir wahrgenommen wird. Und wenn du was wahrnimmst, befindet sich das hier und jetzt. Ich sage in deinem roten Kopf. Das heißt, in diesem symbolischen Kopf des träumenden Geistes, den wir uns jetzt als einen Kopf vorstellen. Aber wenn du selber der träumende Geist bist, ist der Kopf für dich gar nicht existent. Weil wenn du dann an deinen Kopf denkst, denkst du an einen blauen Kopf. Das ist jetzt schon, ich nenne es immer ein peripherer Mittelpunkt. Yeah. Was ich auch immer damit meine. Aber da ist dann auch dann alles halt in dem Kopf von dem, der du zu sein glaubst. Peripherer Mittelpunkt heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich denke mir jetzt unsere Trixi vor uns hin oder den Gogo, sind ja nur Pixelmännchen. Also da ist uns klar, die können ja nichts wahrnehmen, aber jetzt machen wir mit, die denken wir uns ganz einfach nach Österreich. Und jetzt ist es ganz klar, wenn du jetzt das Programm vom Gogo laufen hättest, weißt du ganz genau, was hinter dir ist. Das kannst du jetzt auf dem Bildschirm ja erahnen, die Küche, weil das siehst du ja, aber du weißt nicht, was vor dem Gogo und vor der Trix ist. Dann sagst du ja, gut, die sitzen wahrscheinlich vor dem Computer, aber was ist hinter dem Computer? Das siehst du nur, wenn du aus dieser Perspektive schaust. Mhm. Und das ist alles gleichzeitig. Das ist die komplette Funktion von einem Videospiel, von einer Matrix, von einem perfekt programmierten Programm, wo alles gleichzeitig ist, auf dem Konstruktprogramm, bevor du zum Spielen anfängst. Wo ist ein Fernsticker von USB-Stick? Es ist alles gleichzeitig da. Das ist die absolute Gleichzeitigkeit. Mhm. Ich will jetzt mal auf die Labertaschen reingehen und jetzt schaut mir da mal die Chantalen ein. Und zwar springe ich jetzt mal ganz, ganz kurz auf unseren mit Worten. Das ist nämlich kein Update, das war dieser Eintrag. Mhm. Der war ein Bild. Und zwar ist da vorne weg, es geht ja nicht um Namen, die muss klar sein, wenn hier was auftaucht. Ich sage immer wieder, diese Namen, du denkst dir anhand, wenn du das liest, ist so massiv in einem drin. Hier, der Gernot hat 1423 das reingestellt und die Liliane hat das reingestellt. Das ist ein logisches Konstrukt. Das heißt, du interpretierst etwas, was du jetzt, deine Informationen werden ständig interpretiert. Mhm. Und ich habe die Labertaschen bei normalen Menschen und ich zeige dir mal jetzt, wie tief das geht. Das heißt, an jedem Geistesfunken und du bist ein Geistesfunken, die Genauigkeit Geistesfunke ist Geist, das bin ich. Oder wir machen es mal einfacher, ein Computer ist der Geist. Mhm. Und dieser Computer erlebt nur das, was er selber berechnet. Und was zu berechnen, braucht er ein Programm und er braucht Daten. Mhm. Und die müssen im Arbeitsspeicher sein. Mhm. Und das ist das, wo ich sage, das Bücherregal, da jetzt einmal statt Bücher sagen wir, da ist halt so hier in dem Bücherregal, was ich hier in der Vereinfachung von den Büchern nehme, können wir auch Videospiele hinstellen. Das sind verschiedene computergenerierte Welten. Mhm. Programme. Okay. Und es ist immer wieder, bei Büchern kann ich sagen, wir können einen Mittelalter-Roman lesen und wir können einen Science-Fiction-Roman lesen und genauso gibt es Videospiele, wo du dich in einer Western-Welt befindest, im Mittelalter befindest, in einer modernen Stadt oder in einem Raumschiff, einem Raumschiffkapitän spielst. Mhm. Und jedes dieser Bücher-Videospielprogramme, die sind alle auf der Festplatte. Ich betone nochmal, das ist eine sehr starke Vereinfachung, das kann man noch viel genauer darstellen, die sind auf der Festplatte. In dir drin. Ich gehe dann noch tiefer, dass ich sage, und das Zeug haben wir aus dem Internet. Und das ist nicht irgendwo da außen, sondern das ist wie wenn du hier, schau das untere, das kleine Bild an, wie wenn wir was immer mehr komprimieren, bis zu einem absoluten Mittelpunkt der Urknall, bevor er geknallt hat. Mhm. Und jetzt müssen wir einer dieser Programme, die wir auf der Festplatte haben, müssen wir im Arbeitsspeicher reintun. Und alles, was dann im Arbeitsspeicher ist, können nur winzige Facetten auf dem Bildschirm auftreten oder aus dem Lautsprecher rauskommen. Und ich sage jetzt, der Geist, der eigentliche Geist, das ist JCH, das ist der vor dem Bücherregal. Mhm. Das ist der Computer selber. Und dieser Computer erlebt nur das, was er selber berechnet. Und ich sage, alles, was du jetzt siehst, hörst uns deine sinnlichen Wahrnehmungen, deine Gedanken, stellen wir jetzt über den Output, über den Bildschirm und die Lautsprecher, was dann rauskommt, das ist das, was du hörst und was du siehst. Mhm. Du kannst nur das hören und sehen, was das dann mal über den Arbeitsspeicher, du musst aus der Festplatte eine Welt rausnehmen, ein Leben rausnehmen, du musst es in den Arbeitsspeicher laden und dann wirst du das, was im Arbeitsspeicher ist, ist ja gleichzeitig da. Ja. Einfache Metapher, du schaust einen Film an, dann sind im Arbeitsspeicher
ist definitiv diese Datei von dem Film. Das heißt, alle Bilder und alle Töne sind gleichzeitig auf der Datei. Und jetzt tauchen dieses Spiel, Bild, immer jetzt eine kleine Facette taucht berechnet aus dem Arbeitsspeicher auf. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Ja. Okay? Ja. Es muss zu einer hundertprozentigen Gewissheit geworden sein, diese Metapher, weil das symbolisiert einen träumenden Geist. Mhm. Und der Geistesfunken ist nicht irgendein besonderer Computer, sondern es ist immer derselbe Geist, aber der erlebt halt nur dies Geistesfunken, ist dieser Geist, der sich reduziert auf das Programm, das er im Arbeitsspeicher hat, das heißt das Leben, das er zurzeit durchlebt. Ja. Mhm. Und du kannst nicht von unten nach oben sehen, mein Beispiel mit dem Kind, 7-Jähriger, 14-Jähriger, 21-Jähriger, ja. Du kannst immer bloß von oben nach unten sehen. Und wenn du nach unten siehst, dann sind die natürlich immer dümmer. Darum sagen wir, die Wissenschaftler, die früher in der Vergangenheit haben ja nichts gewusst. Wir Physiker wissen ja jetzt, wir Ärzte wissen ja jetzt. Ihr seid vollkommen geistlose Labertaschen, ihr äfft nach, was man euch erzählt hat. Und eure Eltern, eure Lehrer waren dieselben Deppen, die ihre Deppen nicht aufgemacht haben. Und das wird hier beschrieben. Mhm. An jeden Geistesfunken, der ein geistlos laberndes Besserwisser recht haben wolle und Labererprogramm hat, zum Denken benutzt. Holofeeling ist extrem präzise, weil es eine arithmetische Programmstruktur ist. Es darf kein Jota verloren gehen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt an was denke, die Vollkommenheit, die Heiligkeit habe ich, wenn ich die ganzheitlich sehe, Ganzheitlichkeit erkenne. Ich mache ein ganz einfaches altes Beispiel von mir. Ich sage jetzt zum Beispiel nur das Wort Krebs. An was denkst du? Mhm. Da wird nur eine Funktion, eine Perspektive von dem Wort in deinem Bewusstsein auftauchen. Zuerst einmal. Krankheit, Sternzeichen, Schalentier. Und jetzt wirst du feststellen, du bringst jetzt noch einige zusammen, aber dann ist Schluss und ich sage, du kannst da 400 Seiten Buch draus machen und selbst das ist weit untertrieben, wenn du in die Tiefe des Wortes hinabsteigst. Mhm. Das ist, jedes Wort ist ein Kristall. Schon das Wort, wenn ich sage, ich denk an deine Stadt, an deine Küche. Das sind 16 Perspektiven. Aber was denkst du, wenn du an deine Küche denkst? An das Wort Küche, da ist noch kein Bild da. Mhm. Fange ich nicht nochmal an, aber es dürfte klar sein. Wenn du ein Bild haben willst, Kühlschrank, Herd, Waschbecken, Fenster von deiner Küche. Aber wenn es deine Küche gibt, gibt es auch eine andere Küche. Viele andere. Selbst deine Küche ist ein Problem, Gogo, weil du bist ja ein dich zeitlich ausdenkendes Lebewesen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Zeitfenster aufspanne, wenn ich nur zum Gogo sage, denk an deine Küche, dann wirst du an die aktuelle Küche denken. Du hast aber schon auch eine andere Küche gehabt, du hast in deinem Elternhaus, hast, war auch schon Küche. Wenn man in der Zeit ist, verschieben, verändert sich auch deine Vorstellung von der Küche. Viele so wie sich auch die Vorstellung, wenn ich jetzt auch denke mal an dich, denkst du an deinen Körper, wenn wir die Zeitachse verschieben, bist du zwar immer noch derselbe Geist, aber dann wirst du an deinen Körper denken. Ich soll mal in dem Buch ein paar Seiten zurück, ein paar Lebensjahre zurückblättern und an der Stelle hätte ich dich gefragt, hast du an einen anderen Körper gedacht. Was an dir selbst nichts verändert. Du bist Geist. Geist ist immer die 200 Gramm rote Knete, egal welche Form sie annimmt. Gut, das ist Denken, nur angesprochen, blau gelesen, geöffnete Existenz ist wie existierend. Gehen heißt urteilen, da haben wir schon die kleine Welle. Und Ken, etwas überlegen und Lügen verbleiben. Fundament, F, Fundamentior. Basis. Die Basis, worauf man tritt, da haben wir jetzt dieses Hinken. Hell, dunkel, gesund, krank, Sonnenschein, Regen. Ist aber, die Synthese ist beides gleichzeitig. Von der weiß deine Welt nichts und deine Philosophie nichts. In Ansätzen wird es erklärt. Hegel macht es sehr perfekt, die Triadenlehre. These, Antithese ergibt Synthese. Aber so wie das erklärt wird, kann das ein normaler Mensch, die plappern nach und verstehen den tieferen Sinn nicht. Und ich sage jetzt gleich, das ist ihm freigesprochen, weil ich würde ja jetzt von Gedanken, die wir denken, würde ich ja irgendwas erwarten. Das ist Sprengstoff, was ich dir jetzt sage. Egal, an welchen Menschen du denkst, ob du an dich, Mensch meine ich jetzt Person, ob du an deine Maske, deine Person oder an andere denkst, diese Menschen entstehen hier und jetzt in dem Augenblick, wo du sie denkst, hier und jetzt in deinem roten Kopf. Du bist ein träumender Geist. Aus dir. Und jeder Mensch, den du denkst, der wird genauso sein, wie er von dir gedacht wird. Und das bestimmt dein Programm, dein Intellekt.
Der kann sich nur das denken, was man eh denkt, dass er denkt. Das ist 100. Und der Mensch, den du dir denkst, dieser Kiste, das ist so tief, auch das Beispiel mit der Kiste, weil ich erkläre dir, das gilt für alles, was du denkst. Ja. Ich wiederhole nochmal, wenn du, ich bleibe mal Mensch zu Mensch, sag zu jemandem, denke mal an eine Kiste. Mhm. Ich weiß nicht, wie er sich die Kiste denkt, weil ich mir das denke, dass ich ja nicht weiß, wie der sich die Kiste denkt. Ja. Genau zuhören. Dann wirst du zuerst einmal irgendwas Viereckiges. Das kann quadratisch oder rechteck, mehr wie er sagt, sein. Ich weiß nicht, wie er sich denkt, weil ich ihm die Freiheit gegeben habe, dass er das selber bestimmen darf. Aber das ist sekundär, was für wichtig ist. Und dann sage ich, aus welchem Material besteht die Kiste, die du dir jetzt denkst? Ich erkenne jetzt, dass die Kiste, die ich mir denke, wenn ich jetzt das selber mit mir spiele, ja erst ein Material kriegt, wenn ich an das Material denke. Yeah. Also gut, ich denke mir jetzt mal an Pappkarton oder Holzkiste. Schon die Frage, aus welchem Material besteht es? Es entsteht erst das Material, wenn ich das Material denke, weil jeder Gedanke erst dann die Form hat, die ich ihm nur jetzt geben kann. Mhm. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Was ist in der Kiste drin, die du dir denkst, die ich mir denke? Da ist noch gar nichts drin, bis ich mir was hineindenke. Mhm. Und sobald du an irgendeinen menschlichen Kopf denkst, ist es hochinteressant, der ist nichts anderes wie die Kiste und meistens, ich weiß ja nicht, was der weiß. Mhm. Wenn ich jetzt frage, was ist in dem Kopf drin, sagt jeder, Gehirn. Er kann nicht anders, der ist so programmiert. Mhm. Er hätte aber die Freiheit, sich in die Kiste auch was anderes reinzudenken. Mhm. Das ist das Spiel, das man verstehen muss, wenn du deine eigene Göttlichkeit, dein Schöpfertum verstehen willst. Und du musst der Erste sein. Darum ist Holofeeling ist nicht für die Menschheit, die du dir ausdenkst, für die anderen. Gut, also, jetzt wird es interessant. Das heißt ein Laberer-Programm. Das Wort labern, ich habe jetzt da reingeschrieben, sich Wort, Reit, Chat, das ist normal immer rot, das kann man hier zwar auch machen, aber das ist immer zu umständlich. Wortreich über belanglose Dinge äußern. Wir wissen, Ü heißt schwingend, denkt, es schaukelt so hin und her mit zwei Bündchen drüber. BR heißt polar erweckt, haben wir wieder unsere kleine Welle. Wir können das eh rausschmeißen, dann heißt es das Äußere. BR auf Hebräisch. Mhm. Ich kann auch lesen im Kopf, ja, wenn ich das eh rausschmeiße. Mhm. Rot. Ja. Belanglose Dinge äußern. Da haben wir unser AUB, scharfes S gleich B, das heißt die Beschwörung von erweckten Existenzen. Mhm. Ja. Beschwörungskünste. Jetzt kann man natürlich sagen, das kann jetzt nur an mir folgen, wenn er die Grundlagen von Holofeeling hat. Wenn nicht, dann muss das halt lernen. Ja. Und viele unverstandene, überflüssige Worte machen. Ich will aber trotzdem mal, wir nehmen uns die Zeit hier reinspringen, was da im DWDS drin steht. Sich wortreich über oft belanglose Dinge auslassen und viele überflüssige Worte machen. Mhm. Die Etymologie geht noch etwas tiefer, das heißt nämlich unsinniges Zeug reden. Alles, was die Figuren in deinem Traum äußern, ist zwar richtig, es ist eine unendliche Vielfalt von Vorstellungen, die alles kleine Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen sind, aber in dem Kontext, wie das geäußert wird, ist das vollkommen unsinniges Zeug. Mhm. Und wir haben immer wieder dieses Lecken, die Lichtecken. Das Eck ist, das Leck ist das A und O in Holofeeling, da kommen wir dann gleich dazu. Das hebräisiert hast meine Reihe. Ich kann auch lesen, eine Reihe im Ken. Wir haben das Denken. Und Ken ist in dieser Basis, die zu einem F unter, zu einer Facette, einer Welle wird, die wir uns überlegen und Lügen verbreiten. Mhm. Da haben wir jetzt die Unde, die Quintessenz, und da ist die Welle, und die heißt woher, woher, warum, wieso, woher auch immer. Und die Unde heißt woher auch immer, im Meer. Wo kommt es eigentlich im Meer her? Dann einfältig reden, schwatzen, unser Schlecken, logisches Licht in Ecken, da wird natürlich das Shin Elbe jetzt sehr interessant, wenn wir da drauf eingehen. Mhm. Jedes Wort ist ein 400-Seiten-Buch. Und da muss man sich zuerst einmal eingestehen, da habe ich keine Ahnung davon. Mhm. Ist er nicht so schlimm? Gottesbaby. Ein Geistesfunk, ein Funke, noch nicht das eigentliche Licht. Okay? Mhm. Mach mal den folgenden Selbsttest. Mit dir, aufgespannt dir, Trockennasenaffe selbst. Mhm.
Du kannst es nur als Geist machen. Tiere sind Gedanken, das ist was Existierendes. Immer dran denken, das ist Materie, auch wenn du sagst, es ist lebende Materie. Materie ist Materie, die ist dumm, geistlos, gefühllos. Dein Gehirn, deine Hände, deine Zähne. Selbst wenn ich tausendmal sage, wenn du Zahnschmerzen hast, dein Zahn hat keine Schmerzen, du hast die Schmerzen. Mhm. Der Geist erlebt den Traum. Ja. Ist einfacher, kann man es doch nicht ausdrücken. Ja. Und jetzt habe ich hier dieses Mach. Wenn man das hebraisieren, kann ich das zum Beispiel lesen. Vom Bruder ist gleich von Gott. Mhm. Du Geistesfunk, das kann man hier reinschauen. Du Geistesfunk durcharbeitest. Du heißt die Generation einer Kollektion. Da bleibe ich jetzt, da will ich mich nicht die Wörter aufhängen. Zuerst einmal gewissenhaft. GE Quadrat, der Geist, das bin ich und du. JCA, ICA, die zwei vom Bücherregal. Mhm. Und das Wissen ist jetzt hier fett, das ist eigentlich die Weisheit. Die Haft ist natürlich, können wir auch sehr vielfältig machen und wir schauen nochmal rein, einzig und allein an. Upp, jetzt muss ich da ganz kurz zurück. Mhm. Nee, Lebende, die können wir jetzt leider nicht brauchen. Das Nele, mhm. Die hat mich jetzt rausgeschmissen. Aha. Kleinen Moment, mhm. Wo war ich? Bei der Haft. Gewissenhaft. Die Haft wollte uns anschauen. Mhm. Da. Muss ich so. Bedeutungsübersicht. Meist offiziell von allen als Strafe oder für die Dauer der Strafverfolgung angeordnetes Festhalten eines Menschen in einem Gefängnis. Das ist das, wo du zurzeit bist. Mhm. In den Neuen Baruchen gibt es eine Stelle im Gefängnis, wo alle eingesperrt sind, keine eigene Meinung haben. Ja. Eine ganz, ganz tiefe Geschichte. Ich kann nicht immer wiederholen, das ist auf so vielen Selbstgesprächen drauf. Du findest es irgendwo auf den 25.000 Seiten in irgendeiner dieser Selbstgespräche. Um das kurz zu machen nochmal, du bist in diesem Gefängnis, du hast nämlich keine eigene Meinung. Mhm. Deine Meinung ist ein geistlos rezidieren und vollsaugen von Meinungen. Du hast keinen eigenen Style. Egal, was du magst, was du anziehst, was du äußerst, egal, ob du was studiert hast, es ist eine Meinung, wir Physiker wissen ja, du rezidierst das, was man dir im Elternhaus und Schuljahr an der Universität eingehämmert hat. Und ich sage immer nur, wenn du jetzt ein Physiker bist und du hättest in unserer Ewigkeit ein Buch zu durchleben, wo du jetzt glaubst, du lebst im 15. Jahrhundert, und da hat es Universitäten gegeben, die denken wir uns jetzt in die Vergangenheit. In der Vergangenheit war nie was. Es spitzt sich alles im Hier und Jetzt aus diesem transversalen Komplex. Ja. Wenn bei dir jetzt ein Film läuft und du erlebst dich im 15. Jahrhundert. Die Bilder sind immer hier und jetzt. Alles, was erlebt wird, wird jetzt erlebt. Und du hast Physik, sagen wir mal, studiert. Und dann kommt ein Galileo und man hat dir erzählt, die Welt ist eine Scheibe. Dann gehörst du zu denen, die schreien, verbrennt ihn. Das ist unser Thema zurzeit jetzt auch mit Corona. Ja. Dieser extreme Linksfaschismus. Wichtig bei Holofeeling, ich erkläre dir nicht, dass die andere Seite richtig ist. Es geht nicht um richtig und verkehrt. Bei Holofeeling geht es nicht darum, was ist richtig und was ist verkehrt. Das machen Religionen, das machen Politik, das machen geistlose Laberer. Es machen nachäffende Affen bei eigener Definition. Bei Holofeeling geht es um das, was ist jetzt? Und ich sage, schau einfach nach, wenn du Geist bist. Da musst du nichts glauben. Ja. Du schaust, was jetzt da ist, was ist jetzt da? Und dann wirst du feststellen, wenn du wirklich ein Geist bist, dass das, was jetzt da ist, sich ständig von Gedanke zu Gedanke, von Augenblick zu Augenblick verändert. Ja. Und jetzt kannst du aber auch nachschauen, welche Meinung dir dein Programm, sprich dein anerzogener Glaube, aufzwingt. Zum Beispiel ständig die Definition von Qualitäten, ob was Schönes, ob was Hässliches. Aber das suchst du dir doch nicht raus, selbst innerhalb deines Lebens, wenn ich jetzt eine Lebensspanne aufmache und ich sage jetzt mal ganz, ganz gezielt, du spielst die Rolle einer Frau und mir sagen jetzt mal, du bist jetzt 70 Jahre. Und dann blätter mal in dein Lebensbuch zurück, was du schön empfunden hast. Welche Frisur hast du in den 60er Jahren getragen? Mhm. Oder wir können das auch mit einem Mann machen. Wenn jetzt du auf die Straße gehst, ist natürlich jetzt, ist immer jetzt. Auf welcher Seite gehst du auf die Straße? Wenn du 1970, 1975 auf die Straße gegangen bist,
hast du eine gewisse Frisur gehabt, weil du dich einer gewissen Mode, Mode heißt Zeiterscheinung, angepasst hast. Du willst ja kein Außenseiter sein. Das machst du jetzt in der Regel auch, außer du bist stehen geblieben in der Zeit, das ist auch was Negatives. Wenn du jetzt eine jetzt aktuelle, ich spreche von 2021, aktuelle Handfrisur trägst und du wärst 1975 mit der Frisur in die Disco gegangen, dann wärst du Nazi gewesen. Mhm. Rein optisch. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Mhm. Das ist doch nicht deine Meinung, wenn junge Leute sich jetzt zupflastern mit Tattoos. Mein Zungenpiercing-Beispiel vor 20 Jahren. Es ist auch keine Kritik an denen, die ich mir jetzt ausdenke. Mhm. Ich kann immer nur sagen, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nichts und niemanden, was ich jetzt denke, ob das Dinge sind oder Personen oder Religionen sind oder politische Parteien sind, dass ich diesen Dingen oder Menschen, die jetzt in mir Erscheinung treten, weil ich sie denke, vorwerfe, dass die so sind, wie ich sie mir ausdenke. Lass das auf dich wirken. Ja. Bist du schon ich? Mhm. Und wenn du ein Hauch von Geist bist, beobachte dich. Du lebst in dem Wahn, dass du dir Vollidioten ausdenkst und denen vorwirfst, dass sie Vollidioten sind. Du denkst dir böse Menschen aus, du denkst dir Rechtsradikale aus und du denkst dir Linksradikale aus. Und du kannst jetzt beobachten, dein Programm zwingt dich, mit einer dieser vielen Zeiten zu sympathisieren. Ja. Das heißt, du leidest dann genau an diese Ideologie, Idiotie, müsste man sagen, an dieser Einseitigkeit. Mhm. Wenn du jetzt aber einen Schritt dich drüber über die Tasse erhebst, das ist es, das ein Beispiel, dann stellt sich die für dich die Frage nicht, was richtig oder verkehrt ist. Mhm. Dann bist du bewusst. Jeden dann Augenblick ist das Bewusstsein. Mhm. Und solange du noch sympathisierst mit Einseitigkeit, bist du kein Bewusstsein, sondern ein Gedanke. Mhm. Und Gedanken sind vergänglich, du hast keine Überlebenschance als Gedanke. Versuch doch einmal deinen jetzigen Körper, der nur dann existiert, wenn du an ihn denkst. Der aktuelle Körper, der deine Logik, dein Programm baut auf dem Bildschirm, du bist ja der Computer. Mhm. Einen physischen Körper auf, denk einfach jetzt an deinen Körper. Ich sage immer wieder, jetzt denk an deine zwei Hände und halt 40, 50 Zentimeter vor dein Gesicht die Hände hin. Schau auf das kleine Bild unten. Dann bin ich die Hände. Wo waren die ganze Zeit, wo du gerade aufmerksam zugehört hast? Die haben nicht existiert. Mhm. Und du erschaffst die jetzt aufgrund dieser Worte. Wenn du das mitspielst, das Spiel, kannst du auch in Gedanken machen, weil du zu bequem bist, hier deinen sinnlichen Darstellungsapparat, die sinnlich wahrgenommenen Informationen aufzubauen. Das kostet nämlich mehr Energie. Ich kann das ja auch in Gedanken machen, wenn ich nur in Gedankengang mitgehe. Ja. Und wenn ich dann die Hände auf und zu mache und ich frage mich, macht es einen Sinn, dass ich diesen Händen erkläre, dass ich derjenige bin, der sie auf und zu macht? Jetzt muss man schon wieder sagen, der Geist selber braucht aber ein Programm, dass er die Bilder aufbauen kann. Der Computer muss ein Programm haben, dass er das auf dem Bildschirm aufbauen kann. Auf der VR-Brille in dem Fall. Das ist ein Spiel. Ja. Also du merkst jetzt schon, dass hier offiziell, wie oft sage ich das, der offizielle Staat, die offizielle Kirche, Latein, Offizio. Entgegentreten, jemanden in den Weg treten, etwas versperren, etwas verbauen, hemmen. Die katholische Kirche ist die offizielle Stellvertreter Gottes auf Erden. Insbesondere physisch, politisch, geistig einer Sache im Weg hinderlich sein. Da kommt das Wort Office, kommt die Bürokratie kommt daher. Rein ist Deutsch. Sage ich nicht, egal was du mir für eine Seite bringst, ich sage dir, das ist richtig. Die große Frage, versteht ihr kein Deutsch? Mhm. Mhm. Es ist Officius, ist voll der Diensteifer, aber wer ist dein Herr? Wer ist dein Herr, wenn du diensteifrig bist und du bist der Beamter? Mhm. Oder du bist der katholische Pfarrer? Oder protestantischer Pfarrer? Oder Finanzbeamter? Egal was. Ihr habt den falschen Herrn. Irgendwann wird dir feststellen, dass der eigentliche Herr deiner Welt ist der es träumt, das bist du selbst. Selbst. Was dich selbst entmachtet. Es ist hundertprozentig sicher. Und jetzt kommen die Quantenmechanik in der Physik. Die elementaren Aussagen in der Quantenmechanik ist zwei Punkte. Der erste Punkt, alles ist mit allen eins. Mhm.
Es gibt einen verbindenden Parameter für alle Dinge in der von dir ausgedachten Welt. Egal, ob du an einen Urknall denkst, ob du dir Galaxien denkst, Planetensysteme denkst, Verbrecher, Massenmörder, an Hitler, an Jesus, egal, was du dir ausdenkst. Es sind ja irgendwelche Sachen, die du jetzt dir in deine Welt, immer dran denken, wie die ist nur ein Brandopfer. Das ist die Welt. Das ist das Geheimnis der Matrix. Das sind die hebräischen Buchstaben der Matrix-Code. W-I-L-D, die hebräischen Buchstaben. Ein polarer Rand kann ich lesen. Das sind die Welt der Gedankenwellen, die aus El-Hayom entspringen. Alles, was ist, hat einen verbindenden Parameter. Das bist du. Du bist ein träumender Geist. Alles, was in einem Traum passiert, auch wenn du das vergessen hast, dass du ein träumender Geist bist, ist, weil du es träumst. Und es kommt aus dir. Punkt. Das ist die absolute Reduktion einer unendlichen Vielheit in eine absolute Einheit, die wir Universum nennen. Du bist das Uni, das eine, was um in eins gekehrt. Alles, was aus dir herauskommt, Gedankenwellen fallen wieder in dich hinein. Stimmt oder stimmt? Die Frage ist, willst du das wahrhaben oder bist du lieber ein sterblicher Trockennasenaffe, den du möglichst lange versuchst, am Leben zu halten, dass da ja nichts hinkommt? Das ist das Gefängnis einer Logik, wo du eingesperrt bist, obwohl du jederzeit raus könntest. Das Gefährliche sind in dem Beispiel die Gefängniswörter. Die Gefängniswörter sind all deine Berater, alles, was dir erzählt wird von Kirche, von Ärzten, was du tun darfst, was du nicht tun darfst. Eine riesen Selbstmanipulation mit Lügnern, Laberern, Schwätzern, die du dir selber ausdenkst, die freizusprechen sind, weil die Sachen, wenn dann einer schuld ist, dann ist es erst einmal dein Programm. Dein extrem fehlerhafter Glaube. Im Anfang war das Programm. Ich nenne das Schwamminhalt. Da ist aber auch nichts verkehrt gelaufen, weil das ist die Führerscheinprüfungsbogenwelt. Gut? Ja. So. Jetzt haben wir die Haft. Ich bin auf die Wörter jetzt gar nicht eingegangen. Ich wollte also nur halt, dass hier dir das einmal, da haben wir das Offizio, da kann man jetzt viele Sachen machen. Ich muss jetzt da ganz, ganz kurz nochmal, wo war ich denn? Da sind wir. Also offiziell, du merkst, ich bin bei einem kleinen Wort, dasselbe haben wir ja mit Kapital. Kapital ist ein todbringendes Verbrechen. Wie krank bist du und deine Menschheit, wenn ihr glaubt, das erhält euch am Leben? Es sind Wahnsinnige. Ja. Schaut in eure Wörterbücher rein. Ihr betreibt Todesverbrechen. Und jetzt müssen wir wieder zwei Seiten. Immer, wir haben immer zwei Seiten. Wenn ich jetzt von der Menschheit rede, die du dir ausdenkst, die kriegt es eh nicht mit, die ist schon wieder weg. Jeder Mensch, jegliche Form von Materie, sprich alles Existierende, löst sich schon auf, wenn es von dir nicht mehr gedacht oder nicht mehr angeschaut wird. Über die musst du dir keine Gedanken machen, was für wichtig ist. Was ist im Hintergrund ewig? Der Geist, der das erlebt. Und solange du dir diesen ganzen Kack mit Kampf und Überlebenskampf ausdenkst, wirst du den auch erleben. Wenn du das bewusst machst, ist es in Ordnung. Aber machst du es schon bewusst? Das ist das Problem dabei. Das heißt, vor allem als Strafe oder für die Dauer der Strafverfolgung angeordnetes Festhalten eines Menschen in einem Gefängnis. Das Gefängnis ist deine Traumwelt. Und du bist bloß ein dummer Affe. Du sperrst dich nicht nur in die Traumwelt ein, sondern in den Körper ein, der sich in dieser Traumwelt befindet. Und dieses Gefängnis versuchst du möglichst lange am Leben erhalten, welcher jeden Pipifax rennst du zum Arzt, dass der sich ja nicht auflöst. Würdest du Bewusstsein sein, würdest du schon längst erkannt haben, dass dein Körper gar nicht existiert, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Dann kriegst du eine komplett andere Perspektive. Strafe in Form einer Haft. Jetzt können wir da natürlich, du merkst, das Wort, wenn ich sage, ich mache 400 Zeilen Buch draus, bleibt erst einmal an der Oberfläche. Das ist Holo-Feeling. Also wir machen weiter. Das folgende Schriftstück, keine Angst, es sind nur 14 Seiten. Das war übrigens, muss ich auch eine kleine Geschichte machen, das hatte ich reingestellt. Jetzt rede ich bewusst raumzeitlich. Und unsere Helene hat mir das dann rausgelöscht. Wie das gegangen ist, weiß ich selber nicht, aber das ist halt mal so. Und das dann unten musste ich es nachtragen, weil ich das gar nicht mitgekriegt habe, weil ich den Computer nicht
Einschalten gehabt habe. Das sind so Kleinigkeiten. Schau, ich zeige euch das einmal schnell. Muss ich dann wieder hoch? Bitte um die 40 Helene Brüssel hat die Adresse aus Versehen weggeklickt. Geht normal nicht, aber es ist irgendwie gegangen, weil ich habe es reingestellt gehabt, unmittelbar danach, 14.54. Schau. Ja. Machen reinstellen. Und dieses Schriftstück, das ist das hier. Jetzt sage ich wieder, jetzt durch einen Schöpfer dort definieren, das ist unsere Liliane. Okay? Mhm. Und wir haben ja den anderen Kanal, wo die Vorträge hält. Mhm. Das sind jetzt 14 Seiten, wo sie auf die 3x3 Entwicklungsstufen eingeht. Mhm. Und das ist gerade die, die sich am meisten aufregt. Ich rede jetzt ganz gezielt noch von welchen, die sich mit Holofeeling beschäftigen. Den Rest der Welt lassen wir mal ganz außen vor. Mhm. Ist es definitiv so, das heißt also, du sollst, du Geistesfunk, du arbeitest zuerst einmal gewissenhaft das folgende Schriftstück, diese 14 Seiten. Mhm. Ich habe jetzt gesagt, das hängt dann unmittelbar dann noch dran. Mhm. Dann sage ich, was, du Lesergeist, bist damit schon fertig? Du Geist, der Leser ist kein Geist. Mhm. Der Leser ist was Ausgedachtes. Haben wir nicht festgestellt, dass ausgedachte Dinge nur existieren, wenn du an sie denkst? Es ist übrigens hochinteressant, stell dir mal vor, jetzt, ich rede mit dir Geist. Du Geist erlebst dich als Person, du gehst hin, nimmst aus dem Bücherregal ein Buch raus, steckst das Buch auf, altes Beispiel von mir tausendmal erwähnt. Du schaust deine, bewusst machst du dir als Geist im Hintergrund, im Jenseits, das ist wie ein Leser, der das Buch liest, der kommt in dem Buch ja nicht vor. Außer es ist auch möglich, das wäre jetzt eine einseitige Aussage, könnte ja Tagesbuch irgendein Tagebuch sein, wo du geschrieben hast und du liest es dann. Dann kommst du natürlich selber in dem Buch vor. Aber der Leser bleibt trotzdem der Leser, der ist irgendwie auf einer anderen Ebene. Mhm. Dann schlägst du das Buch auf, du schaust an, dann hast du Schriftzeichen vor dir, so wie du jetzt Schriftzeichen vor dir auf dem Monitor hast, du schaust die Schriftzeichen an, du beobachtest nur. Dann wirst du plötzlich feststellen, dass eine Stimme in dir zum Sprechen anfängt. Das ist die Stimme, wo du sagst, das bin ich, du bist doch nicht diese Stimme. Mhm. Du kannst an deinen Körper denken, und sagst, das bin ich. Du bist doch nicht dieser Gedanke an deinen Körper. Bist du jetzt der Gedanke an den Körper oder bist du die Stimme, wenn du jetzt was liest in deinem Kopf, ganz leise, dann sprichst du in deinem Kopf was. Aber der, der das erlebt, ist wirklich in einem Bereich eines absolut Nichts. Der träumende Geist ist nichts, was existieren kann. Ich muss jetzt davon reden. Nichts, was gedacht. Das mitzutan. Das ist immer wieder, wie ich sage, was denkst du, wenn du an nichts denkst? Dann red mal. Das Wort Nichts, denkt man, das Wort Nichts, das ist aber nicht Nichts. Und genauso bist du Geist, ein absolutes Nichts. Wir reden jetzt von etwas, was eigentlich gar nicht existieren kann. Mhm. Die Grundvoraussetzung für ewiges Leben ist, dass du was wirst, was nicht existiert, weil das Existierende, Existere heraustritt, wieder mit dem nächsten Gedanken vernichtet wird. Ja. Und wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ewig. Ja. Die Frage ist, willst du dich ewig in dieser Ebene rumdumpeln, in diesem Gefängnis? Mhm. Spiel es mit Freude, das lassen wir unverändert. Ob da was anders kommt, das bestimme ich. Mhm. Aber auch dann wieder nicht, das ist, ob ein Trixi-Schulrektorin weiß, ob ein Schüler versetzt wird, bestimmt jetzt das der Lehrer oder der Schüler? So, gute Frage. Ja. Mhm. Eigentlich ist sowohl der Schüler mit seiner Arbeit, aber die Arbeit, aber die Prüfung besteht. Ja. Mhm. Also das hat ja der Schüler in der Hand. Mhm. Jetzt kann man sagen, das bestimmt der Lehrer. Nein, der Lehrer macht bloß, er schaut nur, ob das Klassenziel erreicht ist oder nicht erreicht ist. Gibt es ganz klare Regeln. Mhm. Und genauso ist es hier in deinem Leben. Ob du in die nächsthöhere Ebene kommst, und das ist schon innerhalb deines Lebens, kann es sein, dass du in einer Hosenscheißer-Phase bis in alle Ewigkeit stecken bleibst. Das ist das, worin du dich in der Regel als normaler Mensch jetzt befindest, selbst wenn du meinst, du bist 60, 70 Jahre alt, hast vielleicht zwei Doktortitel, die erarbeitet oder Firma aufgebaut. Ja. Du bist letzten Endes für mich immer noch ein kleingeistiger Hosenscheißer, wenn du vor irgendwas Angst hast. Das Erste, was du zu lernen hast, dass du vor nichts und niemandem Angst hast und nicht mehr vor lauter Angst in die Hosen scheißt. Dieses Scheißen, die Exkremente stehen, dass du ständig irgendwas raushaust, ob das ein Gelaber ist, ob das Kacke ist, das spielt keine Rolle und du meinst, du hast damit nichts zu tun. Das muss dir jetzt bewusst werden, um in die nächste Ebene Stufe zu kommen. Ja. Dass dir klar ist, dass wenn du was denkst, ist es, weil du es denkst und ist es genauso, wie du es denkst. Und solange du in dem materialistisch-religiösen, esoterischen Wahn lebst,
ich habe jetzt diese Gruppen einmal, die wir uns jetzt ausdenken, zusammengefasst, dass du mit den Sachen, die du denkst, nichts zu tun hast, dass du nichts mit dem heliozentrischen Weltbild zu tun hast oder mit der Erdkugel. Ja, wer sollte denn dann mit deinen Gedanken was zu tun haben? Mhm. Es ist, merkst du, das erschüttert zutiefst, wenn man das bewusst wird. Ja, ich bin du gehörst Quelle. Zu einer geistlosen Spezies, die sich was denkt und glaubt, sie hat mit dem, was sie durch sein Denken in sich selber erzeugt, nichts zu tun. Ursache ist natürlich dein Programm, dein Schwamminhalt. Da bist du freigesprochen, den konntest du dir nicht raussuchen. Der Führerscheinprüfling oder in der Schule, wenn eine Prüfung ist, der kann sich auch nicht raussuchen, was er für Prüfungsfragen vorgesetzt bekommt. Und wenn es so ein Multiple-Choice-Test ist für die falschen oder fehlerhaften Sachen, die hier mit auftauchen, die sind ganz bewusst erschaffen. Mhm. Betonung liegt auf Fehler. Es fehlt etwas zur Vollkommenheit. Und das wird mit Holofeeling ausgeglichen. Mhm. Bei mir jetzt nämlich alle Perspektiven, wenn einer sagt, hier, der Henkel ist rechts, dann sage ich, stimmt ein bisschen, aber da gibt es noch andere Möglichkeiten auch in Bezug auf die Tasse. Eine Wohnung ist ein Schlafzimmer. So, ich stimme da ein bisschen. Da gehört aber auch eine Küche, ein Wohnzimmer und ein Badezimmer dazu. Das ist das Prinzip mit Holofeeling. Katholiken, wir haben den richtigen christlichen Glauben. Nein, die Zeugen Jehovas, wir haben den richtigen christlichen Glauben. Die Amish, egal was du sagst, ihr sagt, ist alles schön. Die, das ist in dem Fall das Christentum. Wir können uns jetzt mit allen Dingen spielen. Das ist das Prinzip der Vervollkommnung. Und das Schöne ist, du musst keinen überzeugen von den Menschen, weil du würdest schon wieder anfangen wollen, irgendwelchen Gedanken von dir was erklären zu wollen. Das umgeht jetzt der von dir ausgedachte Udo Brösel, der jetzt in deinem Traum aufgetaucht ist, weil du ihn denken musst. Jetzt in dem Moment denkst du dir doch den Udo aus. Hm. In mir aufgetaucht. Das umgeht dieser Lehrer, der Meister aller Meister, ganz geschickt, indem er sagt, ich erkläre es bloß dem, der mich jetzt ausdenkt. Mhm. Das ist zwar ein Geist, es ist nur ein allereinziger Geist, der mich jetzt ausdenkt. Er tritt aber sehr vielfältig in Erscheinung, weil dieser Geist, der du jetzt bist, arbeitet mit einem Programm, das dir aufzwingt, dass du sagst, ich bin jetzt der Gogo, nein, ich bin der Holger, nein, ich bin die Diana, nein, jetzt können wir, Namen sind austauschbar. Mhm. Der Geist ist derselbe. Alles, was du einen anderen tust, tust du letztendlich dir selbst. Mhm. Weil die Figur, die Rolle, die du spielst in deinem Traum, jede Rolle wird vom selben Geist gespielt. Das ist es, wenn ich sage, ich bin der, der vom Bücherregal ist. Und sobald du in den Traum reinfällst, verwechselst du dich mit einer bestimmten Rolle, mit einer Person aufgrund eines Programms, das jetzt im Arbeitsspeicher ist. Du bist der Computer. Mhm. Der Computer spielt all diese Rollen. Mhm. Das ist das höhere Bewusstsein. Das kann man nur erahnen auf der untersten Ebene. Okay? Ja. Also was, du Leser bist damit schon fertig? Hast du geistesfunk diese 14 Seiten nur kurz überflogen oder dich damit selbst ausgiebig auseinandergesetzt? Aus dem Geist Gottes, der Geist Gottes ist Quadrat. Das sind wir zwei. Wir sind eigentlich eins. Ich bin du. Die Ohrenbordungen beginnen mit Ich bin du. Ja. Und dieses Ich ist nicht irgendein blaues Ich. Ich bin der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Bist du schon ich? Ich sage doch die ganze Zeit, ich erkläre es dem, der sich dieses Gespräch jetzt ausdenkt und anhört. Wie du meine Worte oder die Worte, die du siehst, als Information interpretierst, das macht dein Programm und das verändert komplett deine Informationen. Bi heißt in mir ist Geist. Wir können auch das Griechisch lesen, da sind zwei in diesem Geist. Die griechische Passive. Zwei im Geist, das ist das E-Quadrat, das ist der Geist Gottes. Aus diesem Geist Gottes entspringt dieses E-Quadrat im Geist. Das sind zwei im Geist. Merkst du, wie komplex das wird und wie präzise? Ja. Also hast du dich selbst aus dir selbst heraus ausgiebig aus ein A-N-D-E-R. Jetzt muss man wissen, N-D ist eine existierende Öffnung. Die Schöpfung ist eine existierende Öffnung. Wenn wir das jetzt hebräisch machen, ist N-D. Wir schauen nochmal, ich habe das tausendmal erwähnt, aber vielleicht interessiert sich irgendwann nochmal einer dafür. Das ist das hebräische Wort in jedes, dass da mal hier sich Schwanken hin und her bewegen. Das geht dann noch auf und ab. Da fange ich jetzt nicht nochmal an. Die geöffnete Schöpfung besteht aus 2 mm. Und das A als Vorsilbe ist ein Imperfekt. Und das heißt Imperfekt, ich werde. Ich werde. Und dann kommt dieses hin und ich werde mich hin und her bewegen. Ich werde auf und ab schwingen. Okay? Ja.
Das heißt, aus ein, durch, da ist das kleine Sinus. Ich werde auf und abschwingen und irgendetwas Sinus in mir erwecken, weil IR 70 eine augenblickliche Berechnung, als 70-200 geschrieben, ist, das sind augenblickliche Berechnungen, aber ja, in diesem GE-Quadrat. Mhm. In mir ist ein Geist, der auseinander R, das hätte ich jetzt da noch mit rüberschieben können, RGE machen können. Das ist eine Sache, das sind Blickwinkel, das sind Perspektiven, wenn du Wörter liest. Das ist wie Perspektiven. Und dieses Er, der Erwachte, ist auch Es. Wenn du Es, das hast dieses E-Quadratbewusstsein, rot gelesen, die 60, nur hast ein flackerndes Licht, kurz überflogen hast, kannst du Es, das heißt uns, Geist, nicht verstanden haben. Mhm. Steht ganz, merkst du, was da für eine Metaebene dahinter ist? Ja. Das ist E-Quadrat. Dieses E-Quadrat wiederum in der Physik ist die Formel von der Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass sie sich dabei verändert. Sie kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Das ist die Einstein-Formel. Und das ist eigentlich das Bewusstsein des träumenden Geistes, das ständig seine Informationen verändert, ohne dass sich dabei der Geist verändert. Der träumende Geist ist immer derselbe träumende Geist. Ich könnte jetzt sagen, immer derselbe Computer. Mhm. Egal, was auftaucht und welche Programme mir laufen haben. Mhm. Das Ewige. Darum ist das hier, normal mache ich das ja rot. Und jetzt schaust du dir, das ist also diese, nochmal, diese Seiten, diese 14 Seiten. Wenn du das jetzt nur liest, was liest du aus den Worten heraus? Das hängt von deiner Reife ab. Mhm. Das ist übrigens kein esoterisches Geschwätz. Ich habe jetzt vielleicht, ich zeige das, wir machen jetzt einmal ein Gedankenbeispiel. Wir denken uns jetzt menschenbewusst aus, wo du gemeint hast, die sind hochintelligent mit einer eigenen Meinung, gehen irgendeinen Supermarkt und dann mal willkürlich aus einem großen, großen Supermarkt oder Kaufhaus oder einer Innenstadt, ziehen wir einfach mal so beamen wir wie im Raumschiff Enterprise hier 100 Menschen raus oder 1000 Menschen raus. Und dann zeigst du ihnen das Bild und dann schaust du mal, was meinst du, wie viele Leute da damit was anfangen können? Nee. Es wird einige dabei sein, die werden sagen, ja, das ist Kabbala. Das kann ich auch schon wissen, mit ein bisschen Rudi, mit deren Wissen. Ich sage dir, die Masse kann damit überhaupt nichts anfangen. Jetzt kann ich gleich wieder sagen, Menschen, die wir uns ausdenken, die kriegen das eh nicht mit, sondern es geht immer Geistesfunken und der Mensch selber, wo er steht, ist immer ein Ausdruck eines Programms. Schon innerhalb des Menschen kann ich dann wieder sagen, das kann ein hochgradiger Spezialist für kabbalistisches Wissen sein. Er wird trotzdem bloß ein einseitiges Wissen daherlabern, nämlich sein Schwamminhalt. Ja. Also, wenn ich aber den Menschen mir denke, müssen wir wieder die Zeitachse verschieben. Was passiert, wenn er 5 Jahre alt ist oder 7 Jahre alt ist? Ich beziehe das jetzt, wenn er in den oberen Regionen seines Lebens ist. Dass er schon von seinem Lebensbuch ein bisschen was gelesen hat, auf den ersten Seiten taucht das hundertprozentig nicht auf. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist ein Riesenkomplex. Also gut, du kannst dich selbst nicht verstanden haben. Und jetzt schaust du dir Geist, dir, Fragezeichen, gewissenhaft das folgende Video an. Das ist jetzt die Erklärung dieser Vortrag, den die Liliane gehalten hat. Und zwar, diese Schrift hat sie geschrieben wegen diesem Vortrag. Vorgearbeitet und das wird dann genauer erklärt. Pixelweibchen Liliane, ein Pixelweibchen, bemüht sich in diesem Video, dir Geistesfunk zu erklären, was der ursprüngliche Sinn, schau mal, Sinus besteht aus 2 Sachen, der W-Orte, der doppelt aufgespannt wurde, W, das sind Gedankenwellen. Und was der innere geistige deren innerer geistiger Zusammenhang ist. Was? Es geht um Symbolik, Symbaleien, um das Zusammengeschmissene. Was ist in dem Wort Stadt alles drin? Nur in dem Wort Stadt. Ja, ist die. Welche Stadt? Was ist in dem Wort Küche alles drin? Das Wort Küche ist noch kein Bild. Da kann ich jetzt rudimentär sagen, das hast du mal ganz allgemein in einer Küche ist wahrscheinlich ein Herd drin, ein Waschbecken drin, in einer modernen Küche ein Kühlschrank, in einer alten Küche natürlich kein Kühlschrank. Und auch kein Herd, sondern eine Feuerstelle. Gewürze, das ist alles, was zu einer Küche gehört. Aber das ist noch vorstellungstechnisch, merkst du, dass man da sehr tief reingehen muss, bis man wirklich präzise Bilder kriegt in dieser Struktur. Wohlgemerkt, GE-Quadrat, der Geist merkt es. Sie spricht dort,
Das sind geöffnete Orte, das sind Gedankenwellen, hier und jetzt, die in dir auftauchen. OAD wieder erweckte Erscheinungen, wenn wir das mit 70 schreiben. Viele Zusammenhänge nur kurz an. Existenz von aufgespannten Berechnungen, das ist das hebräische Wort für Licht, aber es ist ein flackerndes Licht. Sinusöffnungen. Sinusöffnungen sind dir Geistesfunken mit deinem derzeitigen, der geöffnete Berechnung heißt generieren, Generationen, derzeitigen, generierzeitigen Labererprogramm beim Lesen und Durchdenken dieser Dinge. Das heißt, Din ist das Gericht, das Gesetz und gehester Geist. Das ist das Gesetz und das Gericht, das mache ich mit dir. Das ist natürlich jetzt rot gelesen, das Gesetz des Geistes oder des Gehirns, dann wirst du zu einem Richter. Mhm. Da haben wir natürlich auch immer wieder 16 Seiten bei jedem Wort. Rich heißt Geruch. Der Geist E-Quadrat sitzt in vier Weltgegenden in einer Reihe. Mhm. Richten vor dann. Ihr sagt jetzt ja, ja. Ist klar, weil ihr es studiert habt. Mhm. Bring mir doch einen Theologen. Da schauen wir jetzt dann gleich einmal rein, was der eigentlich weiß von seinen. Die äffen doch alle nach. Es sind Laberer. Geistlose Laberer. Das ist kein Vorwurf. Wieso ist das kein Vorwurf? Die, die mir uns jetzt doch ausdenken können, dass sie das nicht raussuchen, dass wir sie ausdenken. Mhm. Aber jetzt ist es ganz, kannst du dir das raussuchen, dass du es denkst? Und jetzt kommt der Unterschied, ob du wach bist oder ob du schläfst. Mhm. Ein träumender Geist, den wir uns jetzt denken, ist ein Dasein-Müssen. Und alles, was der träumende Geist träumt, ist genauso, wie es der Geist träumt. Ein Satz, den erkläre ich gebetswillenhaft. Mhm. Das haben tausende von Menschen gehört und ich behaupte jetzt, es ist eine Handvoll, die es wirklich installiert haben und verstanden haben. Mhm. Und natürlich nicht die Menschen, die wir uns ausdenken, sondern die Geistesfunken haben jetzt eine Handvoll Programme, die durchschaut wurden mhm. von dem Geist. Mhm. Und das sind Sachen, die alle hundertprozentig sicher sind. Mhm. Wenn du die Welt verändern willst, veränder dich selbst. Mhm. Wenn du einen Traum verändern willst, versuch niemals, den Traum zu verändern, sondern verändere das Programm, den Glauben, aus dem der Traum entspringt. Ein Videospieler, der in einer virtuellen Welt ist, der kann die Bilder verändern, indem er anders spielt. Wo er anders hinschaut, dann verändern sich die Sachen auf dem Bildschirm. Denk einfach, du bist jetzt am Computer, wir müssen nicht einmal das Spiel machen. Das ist die Bilder auf deinem Bildschirm veränderst du, indem du mit deinem Interesse, wie gesagt, du hast den Joystick in der Hand, welches Programm machst du auf? Gehst du ins Internet? Welche Internetseite machst du auf? Ja. Schaust du dir Filme an? Gehst du auf politische Seiten, auf Verschwörungstheoretiker-Seiten? Du kannst Fernsehen laufen lassen auf deinem Computer? Ja. Du veränderst dabei nicht die Programme. Ja. Jetzt kannst du dir natürlich auch Programme selber programmieren, aber die Programme, die du dir ausdenkst, sind ja auch wieder auf dem Bildschirm. Da gibt es einen Bereich im Hintergrund, ich rede von einem geistigen Bereich, da kommt aber bloß Geist rein. Weil das der Bereich des Nicht-Existierenden ist. Das nennt man normal in der Religion, nennt man das das Jenseits. Das Jenseits vom Diesseits. Das ist aber eine Welt, die du dir nicht vorstellen kannst, so wenig wie sich jetzt ausgedachterweise ein Baby in einer Matrix, in einer Gebärmutter vorstellen kann, wie die Welt ist, wo es hineingeboren wird. Mhm. Wenn du begreifst, dass deine jetzige Traumwelt eine Matrix ist, kommst du noch auf eine höhere Ebene, aber der Sprung ist genauso groß. Mhm. Das Weltbild eines Dreijährigen ist ein komplett anderes Weltbild, ein ganz anderer Tagesauflauf, wie das Weltbild eines Achtjährigen, der in der Schule ist. Mhm. Aber das einer 25-Jährigen ist wieder ganz anders. Diese 7x7x7 Stufen sind das. Mhm. Du kannst von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Weißt du, und wenn ich immer wieder die Beispiele bringe hier mit meinem kleinen Esther, wenn ich jetzt 14-, 15-Jährige sage hier, was weiß eigentlich ein 6-Jährige von der Welt, dann sagt die gar nichts, die kann ja nur immer lesen und schreiben. Aber ich weiß. Was soll ich, stimmt, du siehst 7 Jahre Unterschied. Was hält eine 21-Jährige, die meinetwegen jetzt früh heiratet, von einer 14-Jährigen? Mhm. Was haltet ihr von einer 21-Jährigen? Ich habe euch doch erzählt, wenn wir mal hier raumzeitlicher Schnickschnack, wo mit Michael, wo wir bei euch waren, wo ihre 2 Mädels da waren. Ja. Gut erzogene, Anfang 20, Mitte 20-Jährige, muss man mittlerweile sagen, heiraten, studieren in England, sagt man gebildete Menschen. Michael, wir sind heimgefahren, der sagt mir, es ist das erste Mal bewusst worden, was das für Kinder sind. Es sind Kinder. Mhm. Ich sage, das ist das Prinzip, das ist auch keine Kritik, es ist eine wertfreie Beschreibung.
Was hältst du von Staatsdienern, Politik, die ein Volk führen wollen? Die wollen ja das Volk führen, die wollen die Menschen gehen den Politikern am Arsch vorbei. Wenn sie was anderes sagen, ist es Lüge. Das Einzige, was wichtig ist, ich und meine Partei. Das ist das Einzige, was man versucht, am Leben zu erhalten. Trockennasenaffeninstinkt. Da muss ich Menschen, Wähler, Werbung muss man manipulieren. Wenn Politiker drauf pochen, jetzt 18 Wahlalter, dass man mit 16 schon wählen darf, dass die Wählerstimme eines 16-Jährigen, den ich extrem manipulieren kann über Werbung, genauso viel wiegt wie eines lebenserfahrenen Menschen, der wenn komplexer zu denken vermag. Mhm. Ist schon schlimm, ne? Ja. Trotzdem alles richtig. Das ist jetzt übrigens nichts. Mhm. Nochmal. Ja. So ist es richtig. Die Welt in deinem Programm, die ich erschaffen habe, das ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Deine Aufgabe ist es nicht, irgendwelche Sachen, die du dir mit diesem Programm aufgrund dieses Programms ausdenkst, dass du das kritisierst oder veränderst, sondern dass du die Fehler in dir erkennst, ein Häkchen Max legelst und umblendest, dass es nicht mehr auftaucht. Ja. Du hast es in der Hand, die komplett nur du, nicht der, der jetzt vom Computer sitzt. Das ist ein Produkt von dir. Du bist auch dann da, wenn du nicht an den Körper denkst. Und dann ist die nächste Stufe ist dein Programm. Dein Programm läuft aber auch dann in dir, wenn du das Programm nicht den eigenen Körper aufschmeißt. Wirklich neue Welt entsteht, wenn du ein anderes Programm laufen hast in dir. Das ist schon der Fall, wenn du Geist glaubst, wer anders zu sein. Das ist die Mehrweltentheorie in der Physik. Da wollen wir jetzt reingehen, die ganzen Formen stimmen perfekt, so wie die Worte und die Wörterbucheinträge alle stimmen. Das große Problem ist, dass du nur immer eine Seite dir anschaust und meinst, du wüsstest schon was. Und bei Holofeeling geht es nicht um Vielwisserei. Ich betone es immer und immer wieder. Ich kann dir nur über Wissen was erklären. Es geht um Selbstbewusstsein und um Demut und um Liebe. Und solange du dich vor was fürchtest, hast du kein Selbstbewusstsein. Du hast vergessen, wer du selbst bist, weil du Angst hast, dass du zerstört werden könntest. Geist ist ein absolutes, nicht denkbares, nicht existieren könnendes, als Ding an sich nicht existieren könnendes Nichts. Es ist aber alles, was es denkt. Die 200 Gramm rote Knete, die ihre Form verändern. Oder dass du Angst hast, du könntest irgendeinen Besitz verlieren. Was du besitzt, sind deine Informationen. Und wenn wir die als Einzelelemente betrachten, wird jede Information schon, löst sich schon auf, wenn du an was anderes denkst. Ja. Kannst du sofort überprüfen. Ja. Und dann verlierst du das nicht, sondern das, was du ausgedacht hast, kriegst du zurück, weil du dir was Neues ausdenkst. Das ist das Prinzip. Versuch das einmal jetzt gebildeten Menschen zu erklären. Das sind ganz klare deutsche Worte. Ich sage, versteht ihr kein Deutsch? Deutsch? Göttliches Deutsch? Okay, jetzt machen wir hier nochmal einen kleinen Schritt. Das sind die Gesetze des Geistes. Das Wort Gesetze des Geistes. G ist es. Der Geist ist es. Dieses E-Quadrat-Bewusstsein. Und das ist die Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Ich gehe jetzt in die Religion der Naturwissenschaft. Ich sage doch, alles, was drin steht, stimmt. So, jetzt geht es an Professor Lescher oder zu irgendeinem Physiker und lasst dir das erklären. Der würde genau das sagen, was ich sage. Und er hat trotzdem eine panische Angst, dass er vernichtet wird. Mhm. Aber das sind Labertaschen. Okay, beim oberflächlichen Überfliegen von Schriften, beim extrem einseitigen Auslegen von Worten und Sätzen, kann dir das nicht auffallen. Dieses Auf, der Schöpfer UB und sein GE-Quadrat und das da außen sind die Fallen. Das Wort Falla, lateinisch, heißt auch falsch. Mhm. Was möchte ich UB, der Herr Jahwe Zebaot? Und da springen wir jetzt dann gleich einmal rein, wer das ist. Bibellexikon. Das ist übrigens ganz interessant, wenn wir uns da Sachen anschauen. Bezieht sich immer auf JHWH, wir wissen Gott, wenn Berg, wenn Dahl oder göttliche Quintessenz und doppelt aufgespanntes H. Müsste man so rum machen, das ist jetzt rot. JH im Hebräischen ist ja das Wort für Gott. Dann haben wir hier blau eine doppelt aufgespanntes H. Wir können auch sagen, ein kleiner Gott, der dann HWH zu lernen. Und ausschließlich in Verbindung mit dem Gottesnamen Jahwe vor. Jahwe Zebaot. Interessant, in längerer Form, Jahwe Gott Zebaot. Moderne Bibelübersetzungen transkribiert, der Herr der Herrscher. Das kann man jetzt nicht durchlesen, das ist aber eine sehr einseitige Auslegung. Da kann man dann, schauen wir uns dann gleich genauer an. Die Etymologie
Die Ortendung, das ist übrigens dasselbe, haben wir bei EH. Diese Ortendung ist was ganz Eigenartiges, Plural Femininum. Ich will jetzt keine Hebräisch-Lehrgang geben. Wenn man sich das durchliest, das ist wieder, überfliege ich das bloß oder nehme ich mir die Zeit? Und selbst wenn du dir jetzt die Zeit nimmst, wirst du feststellen, dass jedes Wort ein 400-Seiten-Buch wird. Mhm. Das ist einmal das Erste, was man hier klar machen sollte. Und es geht nicht um Filmwisserei. Bei Holophilien geht es mir jetzt erst einmal darum, dass du weißt, wer du selbst bist. Riesenhilfe ist das hier. Das nämlich, muss ich nämlich wissen. Zebaot, gibt es übrigens verschiedene Ausspracheregeln. Das ist jetzt hier blau. Mhm. Ein durch und durch weibliche Herrscher, weil das eine Ortendung ist. Wir haben hier gerade schon gehabt, da ist nämlich ein weiblicher Plural, ist das hin. Transkribiert die Ortendung. Da weisen die hier drauf hin. Das ist ja, wenn das weiblich ist. Ort. Müsste jetzt da oben was irgendwo. Da haben wir es. Ja, da ist. Das ist allerdings auf dessen Bezug um Plural Femininum handelt. Das ist einfach nur Grammatik. Hier wird es wesentlich einfacher erklärt. Der Herr Jahwe, die magisch wirkende, unwiderstehende Gottesdiener innen. Schau, ich bin ganz modern. Dieses Sternchen innen, wo man jetzt macht, hat natürlich auch einen Sinn. Und zuerst einmal den Genderismuswahn, jetzt in der jetzigen Welt, die du dir ausdenkst, aktuell ist es ein Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Das Erste, was ich dir sage, ich unterhalte mich mit Geist und Geist erlebt den Traum. Und du als Geist spielst Rollen. Wie ein Schauspiel auf der Bühne. Das ist wie bei Charlie Stanley zum Beispiel. Wo Männer Frauenrollen spielen und umgekehrt. Geist ist Geist. Gleichgültig, ob du jetzt die Rolle einer Frau oder eines Mannes spielst. Also ist, wenn du das weißt, ist das Thema, was besser oder schlechter ist, eigentlich schon vom Tisch. Jetzt, wenn mir das Sternchen innen, wer hat es eigentlich in die Welt geschmissen? Jetzt kannst du dann wieder nachschauen, dann denkst du dir wieder einen aus. Nein, alles, was in dir auftaucht, kommt von Gott. Gott symbolisiert das tiefste Innere, der Urknall, bevor er geknallt hat. Und der Gott ist das innerste Innen, all die absolute Implosion von allen. Und die Diener Gottes, die wir uns jetzt ausdenken, sind Gottes Diener, Sternchen innen. Mhm. Und das sind auch Gottes Krieger, Sternchen innen. Mhm. Die kann man jetzt alles setzen. Das sind Bürger innen. Mhm. Alles das, innen. Das symbolisiert es. Das ist schon da gewesen, bevor das jetzt in dir aufgetaucht ist in weltlichen Zeitungen. Mhm. Also gut, dieses Zebot bedeutet im Singular als Zebot gelesen. Das machen wir nämlich jetzt den Witz, schau. Das Zeb hier. Ort heißt Zeichen. Wir wissen das unter anderem. Das sind ganz einfach die Zeichen. Mhm. Und Zeb heißt, das wird hier schön gewählt, jetzt Singular, weil die Ortendung, die machen ja Zeba. Zeba heißt herschauen, unter anderem. Und die Ortendung, die herschauen, und wir machen jetzt dem kein Singular, sondern Ort heißt Zeichen und Zeb heißt Testudo. Das ist ein Deckeltier. Mhm. Das heißt Testudos Zeichen. Absolut korrekt, kannst du in Wörterbüchern nachschauen. Glaubst du, dass das, was ich OB in dir auftauchen lassen, alles nur Zufälle sind? Nein, mein Kind. E ist He, das heißt Gott, die Energie, die göttliche Energie und die geöffnete Berechnung. Das heißt, die Generation in dir auftauchen im Mom, das sind die zwei MM. Kreisend, das heißt Fehler, die fällen jetzt im Zentrum, weil wir lassen die ja um uns rumkreisen. Mhm. Jede in dir auftauchende Moment. Denk an das Fundament. Mendio heißt etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das sind deine Gedankenwellen. Du überlegst die dir und verbreitest die. Du denkst die gedanklich um dich herum, verstreust du die in Raum und Zeit. Aber wenn du glaubst, dass das, was ich mir jetzt auf dem Mond denke, wenn ich mir jetzt ein Marsmännchen auf dem Mond denke, der Mond ist jetzt entstanden in mir, weil ich an den Mond denke, den kann ich mir jetzt ausdenken. Und auch egal, wo ich mir den hindenke, ist trotzdem bloß hier und jetzt, weil sich alles in dem Kopf des träumenden Geistes abspielt. Ich blähe mich praktisch nur auf, aus dem Mittelpunkt heraus auf. Wenn ich mir da jetzt ein grünes Marsmännchen hochdenke, dann überlege ich mir das und verbreite die Lügen, indem ich den Mond und mit dem Marsmännchen hier nach außen an den Himmel hochsetze. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da drum am Himmel. Mhm. Ich darf mir das da hindenken, aber es ist trotzdem in mir. Ja. Durch diese Fähigkeit, dass du das kannst und du kannst es, du magst den ganzen Tag nichts anderes.
sobald sich dein Denken einschaltet. Mhm. Bist du der Gott für die Sachen, die du dir ausdenkst. Ja. Aber ein vollkommen unbewusster Gott. Ist ein Zeichen vom Herrn Zebaot, dem Herrn der Test-Udo-Zeichen, das heißt nämlich hier Schildkröte und das heißt Zeichen, dem Architekten der göttlichen Wortmatrix, aus der alle limitierten Glaubensmatrix-Systeme entspringen. Ich sage alle Glaubenssysteme, egal ob die religiös, esoterisch oder naturwissenschaftlich geprägt sind oder sonst wie, sind alles Einzelteile dieser Matrix. Die erklärt die Holofeeling. Wie glücklich werden jene sein, die mit Christus herrschen, ihn von Angesicht zu Angesicht schauen werden, sie rufen heilig Jahwe Zebaot. Jetzt habe ich hier den Zeb nochmal, das ist erst einmal blau, die Geburt an der Polarität. Mhm. Das ist ein geöffnetes, habe ich jetzt rot, das geschlossene Eck Gottes und das hier, das in dem Eck, in dieser Tetraederstruktur auftaucht. Wir können das rot, der Logos des Kindes, Elet heißt Kind, und das ist wie die Röde, und das hebräische Wort rot ist auch das Wort Adam. Das logische Kind ist wie der Adam. Ein Logos-Kind wie Adam steht jetzt da. Mhm. Der mystische dritte Adam ist das Udo, Jahwe Zebaot, das Udo-Zeichen. Das Zeb, das A jetzt mit einer 70 geschrieben, heißt übrigens der Maler, der mit der Farbe spielt. Die Klangfarben, die Seefarben, aber interessant, Emal heißt von Gott erweckt. Emal von Gott erweckt, wenn wir das rot machen. Das ist halt dieses, ein Wort alleine hat unendlich viele Perspektiven, Auslegungsmöglichkeiten. Je nachdem, wie wir das dann fokalisieren. Aber die sind alle gleichzeitig da, solange du das jetzt als komplett lässt. Das heißt, ein Wort ist, wie wenn ich jetzt sage, das Wort Küche, kann ich unendlich viele Bilder auslegen. Herd, Kühlschrank, Messer, Gewürze, Töpfe, alles, was in die Küche reingehört. Und genauso ist es hier, ich lasse das Wort gleich. Und wenn ich oft einen Riesenschwall von Möglichkeiten habe in den Wörterbüchern, wenn wir reinschauen. Ich habe das so oft erklärt, sind es nur verschiedene Sachen, die in der Kiste drin sind. Das ist das unfokalisierte, nackte Wort als Zahlensystem. Ja. 90-2, die Geburt an der Polarität heißt es übrigens. 90-2. Mhm. Die Geburt an der Polarität ist ein Augenblick. Ja. Augen wieder ADN ist Becken, B-Ecken. Jetzt haben wir unsere Ecken. Mhm. Ist es nicht ein wirkliches Wunder, dass sozusagen wie aus dem Nichts plötzlich ein Destudo in deinem geheimnisvollen Leben aufgetaucht ist? Wann passiert es immer, wenn du an den Udo denkst? Mhm. Aber da du als träumender Geist dir das nicht raussuchen kannst, was du träumst oder was du denkst. Und auch hier erwähne ich immer wieder, ich habe genügende kleine Beispiele, wo du jetzt als normaler Mensch gesehen überprüfen kannst, dir bewusst machen kannst, als Bewusstsein, dass du als Mensch in deiner momentanen Rolle, in deiner Verkörperung, bis da du wiederum in dem Wahn gelebt hast, dass du meinst, du bestimmst irgendwas, was du denkst. Mein Speisekartenbeispiel. Beobachte dich und du kannst dir bewusst machen, dass du dir nicht raussuchen kannst, in welches Lokal du zum Essen gehst, und du kannst dir nicht raussuchen, was du dann bestellst, wenn du auf die Speisekarte schaust. Du funktionierst. Mein Beispiel, wo ich sage, denk an 30 Gegenstände, das Spiel erkläre ich nicht nochmal. Wenn du der bist, der sich wertfrei beobachtet, erkennst du, dass du noch niemals in deinem Leben dir irgendwas rausgesucht hast, weder das, was du selbst denkst, was du bisher bestimmt hast, noch was um dich herum passiert. Aber das ist dir ja klar, was passiert, kannst du ja nicht machen. Du kannst immer grobe Planung machen. Das kommt dann eh so, wie ich es will. Mhm. In Maßsetzung deiner Reife. Und dann kann das sein, wie jetzt bei Trixie und Gogo, die du dir ausdenkst, dass die eigentlich im Großen und Ganzen euer Leben ist ja nicht ganz schlecht, oder? Ja. Könnt ihr euch nicht fragen? Nein. Ich Freude mit euch ab. Ja. Wenn du jetzt ein Scheißleben hast, habe ich keine Freude mit dir. Da bin aber nicht ich dran schuld oder dein Schicksal dran schuld, sondern deine extrem fehlerhafte Logik. Ich habe doch gesagt, ich drehe die Spannung jetzt ein wenig hoch, dass du leichter von dem Weidezaun loslässt, wo du dich festhältst, weil du meinst, das sind deine Sicherheiten. Weil du meinst, das erhält dich am Leben. Der Weidezaun, du hältst dich fest und du schreist, weil das so weh tut, die Welt. Helf mir. Ich sage, lass los. Loslassen lernen. Ich kann nicht, das ist meine Sicherheit, das brauche ich doch. Ohne das geht's doch nicht. Helf mir, es tut so weh. So, okay, dann drehe ich die Spannung. Die Heilung ist es loslassen. Mhm. Wenn du was loslässt, was du dir ausdenkst, fällt es wieder in dich rein und dann bekommst du es zurück. Mhm. Wenn das eins ist, siehst du es nochmal. Weil du nur Unterschiede siehst. Du siehst nur, schau unten hin. Du siehst nur die Unterschiede.
trotzdem heilig bleibt. Magst du, ich widerspreche mir. Mhm. Plus, Minus. Mhm. Und wir zerstören diese Polarität, die du jetzt sehen kannst, wenn sie wieder heil wird. Es sind zwei Zerstörungen. Die Zerstörung, um was zu erschaffen, und die Zerstörung, um wieder heil zu werden. Ja. Mhm. Schönes Spiel. Es war der Folge für neuartige Medik. Das Lateinische Wort Testis heißt Zeuge, aber auch als Dritter dabei stehen. Ich zeige, werde mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Mhm. Und so weiter und so weiter. So, das glaube ich, haben wir abgehockt. Das heißt, was möchte die der Meister all? Das ist Gott und heißt nichts. All leer, auseinandergeschmissen, berechneten, ausgedachten Labermeister, das sind alles nur Schwätzer. Jegliche Form, jede Figur, die in deinem Traum in Erscheinung drückt, ist ein geistloser Schwätzer. Da macht übrigens jetzt das Pixelmännchen Udo keine Ausnahme. Der einzige Unterschied, der wirkliche Unterschied von dem Udo, gleichgültig, ob du den jetzt als Pixelmännchen dir ausdenkst und eine Lautsprecherstimme zu dir spricht, wo du sagst, das ist ja der Udo, Blödsinn, das ist doch nicht die Udo, die Stimme vom Udo, ist oberflächlich betrachtet wieder. Mag das so sein, dass das der Udo ist, wenn du den kleinen Pixel rechts unten in der Ecke anschaust wahrscheinlich und diese Lautsprecherstimme hörst, ob die echt oder weniger echt ist, quäkig ist, hängt davon ab, was du für, gerade wenn der Handy in der Hand hast, klingt ganz schlimm. Oder ob ich sinnlich wahrgenommen auf deiner VR-Brille in Erscheinung trete und einen richtigen Hi-Fi, eine echte, hundertprozentig natürliche Stimme zu dir spricht. Es ist auch ein Labermeister. Mhm. Aber der Unterschied von dem Labermeister zu allen anderen ist, dass er dir sagt, es ist ein Labermeister. Kann ich als der Gedanke, den du jetzt denkst, anders sein, wie du mich ausdenkst? Kann ich dir irgendwas anders erklären, wie das Programm, wie du jetzt als träumender Geist mich erschaffst in deinem Traum? Das ist ein ganz eigenartiger Ort, wenn man sich auf dieses neue Denken einlässt. Mhm. Ich habe im letzten Selbstgespräch und im vorletzten, glaube ich, habe ich gesagt, ich erkläre dir jetzt, was ich bin. Ich in Bezug auf Umwelt, ich bin jetzt ein Gedanke, den du dir ausdenkst. Ich bin jetzt hundertprozentig sicher deine Information. Du übrigens, wenn du an deinen Körper denkst, bist auch nichts anderes. Mhm. Du Geist. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite. Jetzt erkläre ich dir, wer ich bin. Ich bin der Vorbücherregal, der sich selbst zu einem Leser eines Lebens macht. Das bist du. Und jetzt der Schöpfer dieses Lebens. Und jetzt tauche ich in dem Buch, das du liest, während du liest, in dir als Information aufgrund des Buches, des Programms, das in dir läuft, das auch dich selber erschafft, wenn du an dich denkst und alles, was jetzt der Brösel Udo, der Mensch, die Person Udo, der Person, an die du denkst, wenn du an dich selbst denkst, erzählt, kann weder der Udo wissen, noch die Person verstehen, weil das ausgedachte Sachen sind. Aber der Geist, der jetzt in dem Moment diese Situation träumt, der muss es verstehen und das ist der Einzige, der es verstehen kann. Das ist sehr auf den Punkt gebracht. Es ist nur, was jetzt dazwischen grätscht, ist die materialistische, religiöse oder esoterische Logik. Mhm. Und da wirst du knabbern, solange bis du das akzeptierst. Das ist mir das Einzige, was momentan wichtig ist, dass du es verstehst. Aber jetzt kommt das mir Wichtige. Also das sind alle ausgedachten Dinge, sind Labermeister. Ich bin der Meister aller Meister und jetzt kommt der Hammer. Die ganzen Offenbarungen, dieses Riesenwerk, beginnt mit Ich bin du. Ich bin der, der sich das ausdenkt. Was ich mir ausdenke, hängt davon ab, wer ich zu sein glaube. Welches Programm, welches Buch. Das sind nur meine Symbolik zurzeit in mir, bindestrich uns Computer läuft. Okay, mit diesem einfachen Selbst das bewusst machen. Was möchte dir der Meister aller Labermeister dir mit diesem einfachen Selbst das bewusst machen? Der Test besteht darin, dass du schlichtweg und einfach diese 14 Seiten einmal durchliest. So wie du das liest, überfliegst oder erst gar nicht anschaust, weil du sagst, das verstehe ich nicht, dann ist dir gar nicht klar, dass die Logik, die du zum Denken benutzt, dir ständig klar macht, dass du ein Vollidiot bist. Das verstehe ich nicht, da komme ich nicht mit. Ich sage, dann bleibst du eben noch da. Aber auf der anderen Seite, wieso posaunst du dann extrem rechthaberisch, nimmst du dir, maßt du dir an, ständig zu bestimmen, was richtig und verkehrt ist, wenn du dir doch hier ganz klar machen musst, dass du sowieso keine Ahnung hast von irgendwas, was ein bisschen über deinen kleingeistig angelesenen Horizont hinausgeht.
eine riesen Arroganz in den Menschen, die meinen, sie wüssten. Dann den Kruger-Effekt. Nichts, auf nichts von Menschen passt dieser Dunning-Kruger-Effekt mehr als auf das, was du Fachleute nennst, Experten nennst. Weil jeder, der einen Hauch von Selbstbewusstsein hat, müsste wissen, egal ob du ein Arzt bist, ob du ein Physiker bist, ein Chemiker bist, ein Mathematiker bist, du weißt Auszüge von Auszügen von Auszügen von Auszügen deines eigenen Fachgebietes und meinst, du bist der hochdotierte Fachmann. Und jetzt rede ich von kleinen Fachbereichen innerhalb einer Welt, die du dir ausdenkst, innerhalb eines kleinen Zeitpunktes einer ewigen Spanne. Und all das ist in dir, weil ich in dir bin. Und ich behaupte, dass ich eigentlich du bin. Du hast es bloß total vergessen. Also diese 14 Zeilen, pass auf, was möchte dir der Meister nun mit diesem Test bewusst machen? Wie war das da oben? Wenn man das natürlich nicht hätte, schaut es auch so eine Kleinigkeit. Da haben wir so einen Laberer. Wir denken uns jetzt einen Laberer aus. Ist der Text, unser Stefan. Ist wascht. Einfach nur eine von vielen Programmen. Der Geist sind immer wir. Und jetzt macht die Texte sind gierig. Die sind absolut. Ich habe jetzt nur eine Kleinigkeit, wo er schreibt, ob er das eigentlich weiß. Jetzt ist natürlich jedes Wort wieder 400 Seiten Buch. Alles ist perfekt. Ich habe jetzt nur einen kleinen Auszug. 3, 11. 11 hingeschrieben, unter anderem AI. Der Schöpfergott ist die Ewigkeit. 15, wir haben gerade schon gesagt, 10, 5 in Hebräisch ist Gott, das ist der Herr. 18 bin ich. Ich zittere, ich bewege mich, ich baue Gedankenwellen auf. Mein blaues Ich, mein rotes Ich erlebt es. 22 sind in der Gegenwart die 22 Zeichen. Hüben 2 und drüben 2, das sind die vier Phasen vom Einheitskreis. Da ist jetzt ein Ding unten, das war die 26. Jahwe, 26 ist in deiner Gegenwart. Interessant, ne? Ich könnte jetzt noch so tief jede Zeile, wenn jedes Wort ein 400-Zeilen-Buch wird. Das baut nämlich auf einer Matrix auf. Schau, wenn du jetzt in die Computertechnik gehst, muss dir klar sein, ich spreche das jetzt bloß einmal schnell an. Ich wollte dort sagen, da war das erste. Ich habe hier vorneweg so Kleinigkeit reingemacht. Ich will es mal hier, passt auf. Stefan schreibt dann, tja, es scheint echt spannend. Wohlgemerkt, nur Worte, wir denken uns den Stefan jetzt aus. Das ist immer hier und jetzt. Du reagierst, da ist wer, der hat um 11.29 Uhr was reingestellt. Ja, es scheint echt spannend. Abenteuerlich wagt man den Intellekt, das angelernte und geglaubte Wissen zu verlassen, ohne es zu verleugnen oder ignorieren. Das ist jetzt hier so eine Stelle, wo ich sagen muss, man hat den Eindruck, er versteht jetzt ein bisschen, was er meistens überhaupt nicht macht, denke ich mir zumindest. Und jetzt mache ich hier ein YouTube-Video rein, 191. Das ist immer der Startpunkt, ist sehr wichtig. In Jakobus 1, 5 bis 8 wird uns Folgendes gesagt. Wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, so soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer. Merkst du das? 2F, zwei Facetten. Eld ist ein Joch, das aufgespürzt wird und sich selber spiegelt. Das ist Zweifel hebräisiert mit der Vordersprache. Wenn du 2F in dir aufwirst, ein Wellenberg und ein Wellendal, das ist ein Joch, hochgehobenes Joch, das gespiegelt in Erscheinung tritt. Gall heißt die Welle. Ein Auseinander. Galt, diese Welle ist ein Auseinander-Le-Ich, ein auseinandergeschmissene Ich-Spiegelung. Wenn du jetzt nicht, ich weiß, da kommen jetzt einige wenige mit und andere nicht, das ist ein Klartext. 2, F steht für Facetten, L mit 70 geschrieben, heißt Hochheben und Joch, wird zu einer Spiegelung, ist eine Welle eines Le-Ich, eines auseinandergeschmissenen Ich, das sich selber in sich spiegelt. DN heißt geurteilt, WL wieder hochgehoben Welle, im Meer. Das ist Ella Jungo, das Meer. Ist verrückt, ne? Die vom Sturm, S-D-U-R, Hebräisch, wenn ich das eingebe, heißt wild und widerlegt, tausendfach erklärt. Das ist die Buchstaben S-D-U-R. Gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, aber das ist stur. Niedergerissen, ungeordnet, wie der doppelt aufgespannte Intellekt generiert, le auseinandergeschmissenes Gatt. Da kommt Gethsemane her, das ist die Kälte, die Ölpresse. W-Ille, doppelt aufgespanntes Kind. Wild durcheinander, doppelt aufgespanntes Kind ist generiert in einem Chat durcheinander, bla 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 bla. Da schau her.
666, da geht es übrigens, hier geht es um die 666, wenn wir weitermachen. Ganz lang in diesem Vortrag geht es um die 666. Das ist unmittelbar davor. 1132 heißt AI, wir haben das AI gerade, 32 heißt Leb, heißt das Leben, das Herz. Es ist mir teuer, da hat jetzt schon wieder reingekretscht, jetzt kommt schon wieder Geschwätz, jetzt mache ich 36, gehe ich, das wollte ich da dranhängen. Schau, Pyramidenwert 191. Warte mal einen kleinen Moment, siehst du 191 und Totalwert der 86, das ist der Rodiubi, der äußere Wert, der ausgedachte Wert ist der Udo Betscher. Und so denn ich will, werde erfahren, wissen, kennen, erkennen, wahrnehmen, in Kenntnis haben und ich verstand, ich wusste, ich erkannte, wieso war der UB in dir auftaucht. Das ist der Spiegel, Hüben 1 und Stügel 2. Und ich werde erkennen, erfahren, wissen. Und ich erfuhr es, kleinen Moment, ich warte mal, das muss, bis das weggeht, von ich, ich UB, das sind die 286 rechts oben. Das rote UB und das blaue UB. Persönlich, wer ich bin und was mein Ich, spricht der Mensch, wer ich UB und du Geistesfunken bin und aufgespannt existierende Öffnung auf und schwangen, was ich, das ist der Mensch, das Programm, das du zum Denken benutzt und das ist jetzt dein Körper, wenn du an ihn denkst, ist. Geschrieben in Jeremia, AI 18. Nichts, ich. Zufälle, Leute. Und jetzt kommt das. Merkst du, das passt lückenlos in einer Tiefe. Wie verstehst du? Du kannst nur dastehen und sprachlos sagen, da komm ich nicht mit, das ist mir zu viel. So musst du doch nicht. Ich verlange von dir zurzeit nur eins. Du bist ein ganz kleiner, winziger Geistesfunk, unabhängig, welche Rolle du spielst, was du zurzeit glaubst. Du kannst ein Chef sein über Firma mit 1000 Angestellten. Du kannst ein Hilfsarbeiter sein oder ein Obdachloser sein. Es spielt keine Rolle. Du bist Geist. Die momentane Figur ist sekundär. Du musst erst wissen, was du bist und du kannst dir bewusst machen, dass du Geist bist, ob du eine ganz unscheinbare Putzfrau bist oder ob du ein hochdotierter Professor bist. Und du hast Angst, Angst, was zu verlieren, du hast Angst, krank zu werden, du hast Angst, was auch immer, du hast Angst, blau gelesen. Das heißt, du bist der kleingeistige Hosenscheißer. Wüsstest du, wer du bist, hättest du von nichts und niemandem mehr Angst, dann wärst du ich. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass du gar nicht dich auflösen kannst, weil ein absolutes Nichts kann sich nicht auflösen. Mit der Erkenntnis, dass ich Bewusstsein bin, das ist das rote Ich bin in der Esoterik. Das kann nicht irgendein Gedanke von dir verstehen. Keiner. Was existieren, das wird es niemals verstehen, was es bedeutet, nichts zu sein. Nichts zu sein heißt alles zu sein, was man sich ausdenkt. Das bedeutet Holofeeling. Mhm. Und Holofeeling richtet sich nur an den einen Geist, egal wer du zu sein glaubst. Darum musst du das auch nicht in der Welt verbreiten. Es wird den Eindruck machen, dass das immer im Meer mehr Geistesfunken werden. Das ganze Meer besteht nur aus Geistesfunken. Unendlich viele, die ein aller einziger Geist sind, wenn sie lückenlos aneinander gelegt werden. Das ist mein Puzzleballstück. Mhm. Und jetzt ist hier, und jetzt kommt... Jetzt kommt dann das hier. Die sind übrigens auch interessant, die dann noch kommen dazwischen. Muss ich gleich, meine Inge hat jetzt hier große Erleuchtung. Die wollen wir jetzt aber nicht lesen. Das ist Dankbarkeit. Das sind ganz einfache, normal jetzt von uns ausgedachte Menschen, wo der Geist wach wird. Da ist die Stimme Udos im Hintergrund plötzlich, taucht die auf im Traum. Was meinst du, wie viele Leute ich schon aufgetaucht bin? Denken wir an unseren Schweinfurter Pastor, der in den 80er Jahren hier die Christuserscheinung hat in Weißenburg. Du kannst keine Wunder erleben, wenn du nicht an Gott glaubst, aber du musst anfangen, an dich selbst zu glauben. Du bist Gott. Ich erhöhe nicht zu niemandem, was du dir ausdenkst. Selbst ein von dir ausgedachter Gott ist ein Geschöpf von dir, etwas, was existiert. Für den Moment, wo du es denkst, dann ist es wieder weg. Und du bist dann derjenige, der diesen Gott erschafft und der bestimmt, ob es den gibt oder ob es ihn nicht gibt, ob es ein Schwätzer ist, ein Hirngespinst von religiösen Menschen oder nicht. Oder übermächtiger Schöpfer ist. Er bleibt ein Gedanke von dir, der wieder weg ist, wenn du ihn nicht denkst. Aber es ist ein Symbol. Symbolein heißt wieder zusammengeschmissen in einen Punkt. Und jetzt war unsere Ausgangsbasis, dass du zuerst einmal als Geistesfunken gewissenhaft diese 14 Zeiten durcharbeitest. Das war bloß die Ansage.
Mach mal folgenden Selbsttest mit dir selbst. Du Geistesfunk, du arbeitest zuerst mal gewissenhaft das folgende Schriftstück. Keine Angst, es sind nur 14 Seiten. Und dann schaust du, wie lange du dich damit beschäftigst. Und ich sage ein einzelnes, du kannst dich mit einem einzigen Wort, drückst jetzt, werde ich wieder raumzeitlich, dein Papa, dein Toni, mein Toni, dein Papa. Die Gespräche, wie er angefangen hat, sich mit Worten zu beschäftigen, wie er dann das Wurzelwörterbuch genommen hat über Monate, sagt der Udo, wenn mir mal einer gesagt hätte, wie ich jünger war, wo noch die Berge hoch, Bergsteigen seine ganze Passion war, dass ich über Wochen, über Monate, von morgens bis abends da sitze und nur ein allereinziges Hebräisch, ein altes hebräisches Wörterbuch lese, wohlgemerkt keine Geschichte, keine Bibel, es ist Wörterbuch, nur ein Wörterbuch, was Worte bedeuten. In Verbindung mit Holofeeling, was für Einsichten in meinen Kopf, für Vorstellungen aufgegangen sind, vollkommen neue Welten, das hier vom Berg zu stehen, was gigantisch ist, wenn du runterschaust, ein Nichts ist. Du hast Möglichkeiten in dir, die kannst du dir jetzt mit einer jetzigen Reifestufe nicht in den kühnsten Träumen vorstellen. Versuch einmal, krabbel jetzt in deiner Weltvorstellung in die Gebärmutter einer Schwangeren und erklär hier den Fetus im neunten Monat, wie die Welt ist, wo er hineingeboren wird. Genau das versuche ich jetzt, wenn du dich auflöst. Ich sage, wenn du wach wirst, das Auflösen, dein Körper löst sich ja schon auf, das, was du zu sein glaubst, wenn du nicht mehr dran denkst. Das heißt, das, was du Vergehen nennst, im absoluten Sinne, ist diese Gebärmutter, diese Traumwelt verlassen und wach werden, wie die Welt aussieht, wenn du wach wirst, wirst du dich wundern. Das hast du mal oberflächlich betrachtet genauso. Darum soll ich mich verändern, jetzt einmal gar nichts. Aber du kriegst Möglichkeiten, die du mit deiner jetzigen Logik, die in den kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst. Und das ist alles schon passiert, weil es keine Zeit gibt. Das Bücherregal ist schon da, du steckst bloß zur Zeit in dem Buch. Wenn du das durchgelesen hast, immer das zurückstellen, das ist wie wenn ich sage, ich durchlebe ein mittelalterliches Leben, ich durchlebe ein Leben 1000 vor Christus, dann 400 vor Christus, dann zu Christuszeiten, dann im Mittelalter und irgendwann bist du Kapitän von einem Raumschiff. Es ist immer derselbe Geist und die Bücher in dem Bücherregal sind alle gleichzeitig da. Du kannst immer nur zurückschauen, aber von der Vergangenheit weißt du halt bloß das, was man dir erzählt hat. Okay. Das ist jetzt das Durcharbeiten und jetzt kommt, was du lese, bist schon damit fertig. Das waren nur 14 Seiten. Hast du das kurz überflogen? Selbst wenn du das jetzt Wort für Wort einmal durchlasterst, hast du das komplett nur kurz überflogen. Wenn du dich einmal 2-3 Tage mit einem allereinzigen Wort beschäftigst, dann fängst du an, in die Tiefe dieser Schrift hinabzusteigen, in die geistige Tiefe dieser Schrift hinabzusteigen. Und jetzt schaust du dir das an von der Liliane, die hat es geschrieben. Ich sage immer auch, die Liliane ist eine absolut geistige Granate. Und wieso kann sie das? Gut, weil ich im Hintergrund bin. Jetzt raumzeitlich gedacht, sie hat sich nur 25 Jahre lang intensiv mit Holofeeling beschäftigt. Also nicht ganz, aber fast ein volles Jahrhundert. Und jetzt spricht die Sachen an, die hat es ja nur gemacht für den Vortrag. Und dann gehst du diesen Vortrag einmal Wort für Wort mit und dann hängt auch wieder ab, was für Grundlagenwissen hast du schon, weil das setzt immer wieder Grundlagenwissen voraus. Und dann kriegt man Angst, ja, ich muss ja tun, ich muss dieses und jenes tun. Du musst gar nichts tun, du sollst erst einmal dein Leben weiterleben und dann musst du die Demut haben, dass du dir bewusst machst, dass das, was du zurzeit weißt, vollkommen sinnloses, nutzloses Wissen ist, es sind aber trotzdem Puzzlestücke vom Heiligen Ganzen. Da läuft auch nichts verkehrt. Du musst dir bewusst machen, dass du ein ewiger Geist bist und du denkst an einen ganz anderen Zeitmaßstab. Da geht nur, dass ich schnell. Die andere Seite ist wieder, mit wie viel unendlichen Müll willst du dich zu? Corona ja oder nein? Wisch und weg, es ist so vollkommen wurscht. Mach dir bewusst, wie du noch einseitig bist, mit wie viel Einseitigkeiten du sympathisierst. Nochmal, Sympathie heißt mitleiden. Du leidest an Unvollkommenheiten, indem du dich festmachst an einer einzigen Seite. Und die Zeit wiederholt sich, lest den Kohlet. Jede Kleinigkeit ist pure Weisheit, nicht nur im Denach, in der Bibel, im Koran. Keiner wird im Koran mehr abgewatscht wie die Moslems selber, die Fanatischen. Und im Christentum die fanatischen Christen. Im Neuen Testament wird die katholische Kirche, wenn du die ganz einfach liest mit einem Deutsch, schau die Worte einfach an. Glaube nicht denen, die sich lange schwarze Gewänder anziehen.
die im Dorf, in der Stadt von aller Weite freundlich gegrüßt werden, die in der Kirche ganz vorne stehen und den Witwen die Häuser vom Kopf fressen. Ich zitiere aus der Bibel, Neues Testament. Lass dir kein schlechtes Gewissen machen, was du essen, was du trinken sollst, welche Feiertage du halten sollst. Ich zitiere das Neue Testament. Und lässt du dir schlechtes Gewissen machen, was du isst oder was du trinkst, was gut ist, was schlecht ist? Wenn du ihnen mal sagst, wieso fressen dann diese Esos ihre Müsli-Scheiße rein? Das wird alles unheimlich doll erklärt. Das sind Widersprüche über Widersprüche. Wenn du auf Fehler schaust, pass auf, aktuell, ihr wisst ja, ich liebe die Bild-Zeitung als Udo. Artikel in der Bild-Zeitung ganz groß, wieder zeitaktuell, ich kann immer wieder bloß sagen, jetzt, ist natürlich jetzt, ist jetzt, läuft synchron, das Anschauen mit dem, was jetzt ist, oder ist das Video schon 10 Jahre alt? Es gibt in Wolfsburg im großen Werk von VW, gibt es eine Kantine und da ist ein Klassiker, die berühmte VW Currywurst. Und jetzt wurde diese VW Currywurst wurde jetzt von der Speisekarte gestrichen. Und zwar mit der Begründung, nicht nur der Tierschutz, sondern genau aufgepasst, man weiß ja, wir wissen ja, wie viel CO2 hier in der Massentierzuchthaltung ausgestoßen wird. Das ist ganz, ganz brutal. Also, und um hier Klimaschutz zu betreiben, wollen die keine Currywurst mehr verkaufen, weil man dann das CO2, das zur Fleischproduktion ist, eingestellt wird. Das beschließt der Vorstand von einem Werk, das hier Hunderttausende von mit Betrug Autos auf den Markt geschmissen hat, mit einer Abschalteinrichtung, dass die richtig Dreck in die Atmosphäre raushauen können. Scheinheiligkeit bis zum Es geht nicht mehr. Aber das sind jetzt Worte, was du hörst. Cut. Der Udo sagt Cut. Nur Gedanke. Es sind Gedanken, die du denkst. Und dass das jetzt gekommen ist, konntest du dir nicht raussuchen. Der Udo, der dir das jetzt erzählt, den du dir ausdenkst, kannst du dich gleich zweimal nicht raussuchen, weil du bist der träumende Geist. Ich hab's gut, ich bin bloß eine Figur in deinem Traum. Dieses Überlebenskampfspiel dauert für mich nur, solange du an mich denkst. Und dann bin ich wieder daheim. Das ist jetzt in einem gewissen Maß, mache ich aus mir selbst heraus einen kleinen Ausflug in deine Traumwelt. Das ist wie, ich bin ja der, der vom Bücherregal steht. Ich schaue mal in das Buch auf die Seite rein, ich schaue mal kurz bei dem rein, dann schaue ich bei dem rein. Grüß dich, Helene, jetzt schaue ich kurz bei der Helene rein. Und dann bin ich wieder weg. Ja. Wieso? Wahrlich, ich sage dir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Das Wort Weg hat wieder 3 Seiten, wie alle Sachen. Wenn du mich nicht denkst, bin ich weg. W, rot gelesen, E Quadrat ist Geist. Ja. Wenn ich mir was ausdenke, oder du dir, ich bin ja du, was ausdenke, dann ist es woanders. Dann ist es auch weg von hier, nämlich woanders. Und zwischen mir und dem Ausgedachten strecke ich, SDR-Ecke ich jetzt einen gewissen Weg, eine Strecke auf. Aber die Strecke ist wieder nur eine SDR-Ecke. Das Geheimnis der Sprache, das dann wiederum Zahlen sind, ich erzähle dir was. Und jetzt kommt's. Ein bewusster Geist, er, der Erwachte, benutzt seine wertvolle Lebenszeit zum bewussten Selbststudium. Das Leben ist dazu da, dass du mehr über dich, über uns selbst erfährst. Darum durchlebst du, ich sage mal, da ist ein Bücherregal und jedes Buch, das du liest, ist dazu da, dass du eine Facette von dem Bücherregal durchlebst, etwas mehr über das Bücherregal erfährst. Mhm. Und alle ausgedachten Labermeister benutzen sie dazu, diese Lebenszeit. Ja. Eine geistlose, überhebliche Selbstdarstellung zu betreiben. Das sind jetzt viele hier in dem Chat. Es heißt nicht, dass man nichts eintragen soll. Die Frage, die ich mir stelle, ist das, was ich jetzt schreibe, von mir ganz bewusst reingestellt, um mich selbst mit einem anderen Programm wach zu machen? Oder erkläre ich laufend irgendein hirnrissiges Zeug? Oder ich stelle tausende von Liedern rein? Ich habe ein paar Mal schon hingewiesen. Jedes Lied, jede Kleinigkeit sind Puzzlestücke vom Heiligen Ganzen. Ein nur Reinstellen von Liedern. Ich muss jetzt da ein paar Seiten bringen. Sag nichts. Wenn du, dann mach Arbeit, dann erkläre das. Zumindest in kleinen Formen, mach neugierig, um was es geht. Mach eine Erklärung dazu. Dann ist es okay, wenn du das Lied reinstellst. Mhm.
Wenn du nur tausende Lieder reinstellst, doch, dann mach doch gleich YouTube, bumm, du den Link von den Ordner reinstellen, dann können die sich die Lieder selber raussuchen. Das wäre aber wieder mit Arbeit verbunden. Mhm. Jetzt muss ich aber wieder sagen, diejenigen, die ich mir jetzt ausdenke, sind ein Dasein müssen. Das heißt, ich werfe an Stefan, den ich mir ausdenke, gar nichts vor. Wenn ich wem was vorwerfe, ist dem Geist, der darauf reagiert und sich aufregt, wenn der Stecher unseren Chat zumüllt. Ich rede jetzt wieder normal, merkst du das? Mhm. Da können wir jetzt hochfahren, da kommen wir mal hier, ich sage mal, da sind Phasen dabei, dass du hier, wenn du 2-3 Tage einen Computer nicht eingeschaltet hast, musst du von 500 Einträgen sind 400 vom Stefan, mal leicht überzeichnet ausgedrückt. Das Thema hat man zigfach schon in dem Chat, da war schon mal der Ron, da war Markus, da war immer irgendeine Phase, ein Ur, der Ugur, die hier abgewatscht worden bis zum es geht nicht mehr. In ihrem Leben. Immer wieder. Die sind schuld. Lass es doch ganz einfach. Du darfst was reinschreiben, aber es ist doch eine maßlose Selbstüberschätzung, was ich hier sage. Eine Selbstdarstellung. Hier, wenn mir auffällt, dass ich 80% der Einträge mache und immer wieder welche mich darauf hinweisen, dass ich irgendwann einmal das Gelabere sein lassen soll. Dass der normale Mensch, der reinschaut, inspiriert werden will. Jetzt hast du mal hier 27, 30 Einträge durchscrollen muss von lauter leeren Gelaber von solchen Hohlköpfen. Was ist jetzt, wenn ich so Hohlkopf bin? Es ist ein Programm, das bin ich. Ich mache ja Selbstgespräch. Ich sage, hör auf, in die Hosen zu scheißen. Das rächt sich bei dir gnadenlos, das ist ein Hinweis. Ich drohe dir nicht, ich erkläre dir ein göttliches Prinzip. Kehr dich in dich selbst zurück. Mach inspirierende Einträge. Die sind inspirierender, bloß für Leute, die die Reife haben. Holofeeling-Selbstgespräche sind Selbstgespräche für Geist und nicht für irgendwelche Labertaschen. Mhm. Okay? Das ist jetzt hier. Benutzt ein Geistesfunk, wird seine wertvolle Lebenszeit zum bewussten Selbststudium. Das heißt nicht, dass du bis morgen und abends studieren musst. Versteh das bitte nicht falsch. Ich sage, du spielst zuerst deine Rolle. Was haben wir gesprochen, bevor wir jetzt die Aufnahme eingeschaltet haben? Wir spielen unser Leben täglich und wir werden immer bewusster. Weil dein Leben, das du spielst, das ist deine Schule, das ist dein Buch. Und in dem Moment, wo du zum Beobachter wirst auf der Arbeit, wie du reagierst in Kleinigkeiten, egal welche Arbeit du machst, welchen Job du machst, welche Wünsche in dir auftauchen, wo du dich darüber aufregst, ich habe mich jetzt übrigens in keinster Weise aufgeregt, als Udo spiele ich die Rolle, als Mensch lächle ich bloß, als roter Mensch. Mhm. Das bewusste Selbststudium ist, dass du lernst von deinen Aktionen, die ich dir einspiele. Und wenn du wirklich wacher Geist bist, wird sich in kürzester Zeit alles verändern, schon aufgrund der Tatsache, dass du plötzlich viele Mechanismen nicht mehr ständig wiederholen wirst. Ob das das kleine Ritual der Zigarette ist oder sonst wie, weil du merkst, ich hänge in einer Zeitschleife fest, die bis in alle Ewigkeit dauert und ich nicht auf eine höhere geistige Ebene komme. Mhm. Und dann mache ich das nicht mehr, weil ich es nicht will, sondern ich habe die Sinnlosigkeit erkannt. Mhm. Ein Satz, wenn du die Sinnlosigkeit von Ärger erkennst, egal über was du dich ärgerst. Ärger ändert nichts an dem, worüber du dich ärgerst. Da ist ein Reizauslöser, der ist einfach. Und dein Programm erzeugt jetzt in dir Ärger oder es erzeugt in dir Angst. Und du erlebst volle Breitseite, du bist der Einzige, der das erlebt. Und wenn ich jetzt nicht mehr der bin, der ausgedachte Mensch, der das erlebt, sondern das wirkliche Bewusstsein, das über den Dingen über der Tasse steht, dann erkenne ich die Sinnlosigkeit, erst einmal dem Reizauslöser die Schuld zu geben, dass ich mich schlecht fühle. Mein berühmter Rückwärtsfahren kratze im Auto. Oder ich schlage die Zeitung auf und dann kriege ich einen cholerischen Besserwisser-Anfall im Angesicht dieser korrupten Politiker zum Beispiel. Ich spiele die ja immer so schön, ich steige mich da immer so schön rein. Weil ich ein Spiegelbild von dir machen will. Egal, über was du dich aufregst. Mhm. So, und jetzt nochmal. Du bist der Gott für das, was du erschaffst. Wie geistlos bist du als Gott, wenn du dir jetzt irgendwas ausdenkst, das ja nur ist, weil du es denkst und genauso ist, wie du es denkst und regst dich jetzt gnadenlos über die auf oder über das auf, das ich ja gar nicht raussuchen konnte, dass du dir das ausdenkst. Alles baut auf Zirkelschlüssen auf. Übrigens, diese Vorgänge werden in deinen Physik, in den Psychologiebüchern überall absolut präzise, richtig dargestellt. Ja. Bloß, ich habe die Erfahrung gemacht, dass in meiner Traumwelt keiner die Worte versteht. Was sie beendet, Mathematik, Fakten.
Fang nicht nochmal an. Ich garantiere dir, dass in deiner Welt aufgrund deines Programms die Masse in keinster Weise weiß, was Mathematik bedeutet, kurz, richtig übersetzt, gelerntes Wissen von geistlosen Schwätzern, von Dummköpfen. Fakten sind hier und jetzt überprüfbare Tatsachen. Und ich sage dir, über 99% der naturwissenschaftlichen und religiösen Fakten sind geistlos nachgeäffte Dogmen. Die kannst du nicht überprüfen. Du kannst nicht hier und jetzt. Es ist kein Fakt, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht, dass du von deiner Mutter geboren wurdest und dass Jesus gekreuzigt wurde oder jemals gelebt hat. Wenn ich lebe, lebe ich hier und jetzt in deinem Kopf. Hm. Als eine lebendige Figur. Und wenn du mich nicht mehr denkst, bin ich weg, weil du Gott bist. Hm. Und ich bin jetzt Ben. Eine polare Existenz in mir, eine Gedankenwelt, solange ich von dir aufgeschmissen war. Verrückt, ne? Ja. Heftig. Ja. Ja. Aber es ändert nichts, dass das ist, was hundertprozentig sicher ist, was jeder 13-Jährige sofort auf der Stelle überprüfen kann, wenn er Bewusstsein ist. Und Bewusstsein ist nichts, was existieren kann. Mhm. Das ist das bewusste Selbststudium. Ich will damit nicht, dass du von morgens bis abends so ein Warnungsbücher studieren musst. Mhm. Nein, ich sage in jedem Selbstgespräch, du musst keine hebräischen Zeichen lernen. Du musst erst einmal das Leben leben, so wie es ist, und musst eine gewisse Freude dabei haben. Das ist wie wenn du jetzt einen Fernseher oder einen Computer dich hinsetzt und du gehst einfach mit Freude ins Internet und schaust dir viele Seiten an. Dazu musst du nicht wissen, wie der funktioniert. Holofeeling, was wir mit der Sprache machen, ich zeige dir, wie der Computer und die Elektronik funktioniert. Ja. Wie Schöpfung funktioniert. Aber das muss ich doch einen Säugling, der noch in die Hosen kackt, der vor allen Möglichkeiten Angst hat, doch gar nicht erklären. Darum sage ich, deine Aufgabe ist das, dabei vor nichts und niemandem Angst zu haben. Mhm. Und dann irgendwann kommst du in diese Schulreife, die erste 7 Jahre, die erste Verwandlungsebene in unserer 3x3x3 Wachstumsstufen. Und erst wenn du das inne hast, dann kann ich dir Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen. Mhm. Und ein schönes Beispiel von mir, und das meine ich jetzt vollkommen ernst, und wenn du das ganze Wissen deiner Menschheit, ich reduziere das einmal, wenn du das komplette Holofeeling-Werk mit allen Selbstgesprächen und Schriften und Updates von hin bis vorne aufwendig aufsaugen kannst aus der Stelle und du weißt auch wirklich in der Tiefe, was damit ausgedrückt wird, dann habe ich dir auf meiner göttlichen Schiefer da vorbeigebracht, in der Schule ein Aleph zu zeichnen. Mhm. Dann fangen wir langsam an, die wirkliche göttliche Sprache zu lernen, weil das ja immer noch angepasst ist auf dein primitives Trockennasenaffenwissen. Ja. Das ist wie wenn ich sage, ich tue einen Hochleistungscomputer, Hochleistungs-Windows-Programme, versuche ich ein Basic C64 zu erklären. Der C64 mit Basic-Betriebssystem symbolisiert das Wissen deiner Menschheit. Darum muss ich das runterholen, dass ich von dir verstanden werde. Gibt es übrigens wundervolle Kinofilme mit Außerirdischen, wo dann immer wieder so ist, wo ich sage, Menschen, mein Beispiel hier in einem Buch, glaube ich, im Erwachen ist es, wo ich sage, stell dir vor, du, normaler Mensch, wie du dich jetzt denkst, mit deinem Wissen, so, jetzt, so wie du dich empfindest, auch vom Wissen her, ich schrumpf dich auf, der Größe, auf die Größe einer Ameise, das ist wie ein Außerirdischer, der auf diese Welt kommt. Ein UFO, UBO, die einen komplett anderen Bewusstseinszustand haben. Und jetzt kommen sie in die Ameisenwelt. Das heißt, du hast dasselbe Wissen, du bist jetzt tauchst bloß als Ameise auf und ich tue dich in einen Ameisenhaufen rein. Was willst du denen erklären? Mhm. Jetzt weißt du ungefähr, wie du oder sich fühlt, wenn in einem Traum auftaucht. Mhm. 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 Aber du bist der Boss, du bist der träumende Geist. Ich erkläre nicht, wie genial der Udo ist. Ich sage das immer wieder, wie genial muss der Geist sein, der in der Lage ist, so einen genialen Menschen auszudenken. Ja. Mhm. Das ist wie ein Auto. So, und jetzt kommt was. Wisse ein bewusster 81-Spieler. Mhm. Das ist ein Ausdruck aus der Holoarithmetik 2-Zusatz. Mhm. Das erkläre ich jetzt nicht. Das ist die Holoarithmetik. Ja. Ich, UB, bin alle ich. Ich, UB, bin zuerst einmal du und alle Programme, die du laufen lassen kannst und zwangsläufig alle Personen und alles, was aus den Personen entspringt. Mhm. Das kommt ja dann vielfältig, wenn man das lesen tut. Das ist reine Arithmetik. Muss allein sein Spiel GW innen. Ein bewusster 81-Spieler, der im Zentrum, muss ganz allein dieses Spiel gewinnen. Ich sage, das Spiel, das wir spielen, wir zwei, JCA und ICA, der vom Bücherregal und der Leser eines Buches, was ja dasselbe ist,
Nur er, es ist ein intimes Spiel. Es geht nicht um die Menschen, die du dir ausdenkst. Es geht nicht einmal um den Menschen, an den du denkst, blau gelesen, um die Person, an die du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Es geht um den träumenden Geist, der sich eine Welt ausdenkt und träumt. Und der ist der im Zentrum, im absoluten Zentrum mit mir. Der muss ganz allein sein Spiel GE Quadrat, der Geist ist verbunden, rotes innen. Schauen wir mal. Starten wir bei 181 Sekunden ein. Müssen alleine Spiel gewinnen. Ich bin müde als der Vater dieses Spiels, der Verteidiger dieses Spieler. Ich bin müde als der Vater dieser Spiele, als Verteidiger dieser Spiele. Ich habe zwar eine unendliche Geduld, aber irgendwann ist meine Geduld zu Ende. Meint ihr, das ist alles Zufall? Für mich gibt es keine Zufälle. Mhm. Mhm. Ich habe fertig. Das beziehe ich auch auf meine Schöpfung. So, jetzt können wir doch mal wieder runterschalten. Das reicht jetzt, glaube ich. Da müssen wir jetzt doch hin. Gott, gibt es schöner Name. Finde ich gut. Euer Name finde ich nicht ganz schlecht, wie er drin steht bei mir. Jetzt habe ich nochmal eine Erklärung von einer Erklärung gehen. Jetzt kannst du das einmal durchspielen, das Spiel. Jetzt kannst du das selber mal anschauen, was du Zeit nimmst. Das ist natürlich, ich darf ja nicht. Ich habe so viele Geschichten. Es gibt nichts Wichtigeres. Wisst ihr, wenn ich jetzt wieder, jetzt denken wir uns natürlich Figuren aus, wenn ich hier meinen Professor Rainer, wo ich oft erwähne, dort diesen Kick hat, oder der Johannes, auch Professor, der hier unten mit drin ist, wenn er sagt, wenn ich die Möglichkeit habe, dem Mann eine Stunde zuzuhören, selbst wenn ich in einem Hörsaal bin, dann verlasse ich den Hörsaal. Es gibt nichts Wichtigeres, wenn du gecheckt hast, wen du jetzt zuhörst. Deinen eigenen höheren Geist. Jegliche Form von Wissen, das du nachäffst, von Figuren, von Labermeistern, die in dir auftauchen, sind Wissenselemente, die sind wichtig. Das ist ja das Verrückte. Aber es sind so winzige Facetten von einem heiligen Ganzen, die dir einzeln betrachtet überhaupt nichts nützen. Und wenn du nur mit so einer einseitigen Sichtweise sympathisierst, bist du in einer Sekte oder in einer Partei oder in einem Fußballverein. Das ist diese große Erkenntnis. Sobald du ein kleines Grüppchen hast, ein Bündel, das nennt man Faschismus. In dem Moment schon einseitig, wenn ich rechtsfaschistisch ist, schlecht. Ja. Das ist die Gruppe von Rechten, wobei rechts richtig heißt. Jetzt ist links plötzlich faschistisch. Wir haben puren Linksfaschismus. Diese ganze Argumentation, habt ihr denn überhaupt nichts gelernt von eurer Vergangenheit? Du bist der Einzige, der das erkennt. Der Fehler liegt darin, dass jetzt die jetzigen Massenmedien verhalten sich exakt so wie die Nazis. Exakt genauso wie die Nazis. Sie machen nicht das Gegenteil. Weil das, was du zu lernen hast, verschiedene Meinungen, die Kegelmeinung und die Kreismeinung, die sich widersprechen, zu verbinden, Entschuldigung, die Dreiecksmeinung und die Kreismeinung, die sich widersprechen, zu verbinden zu einem Kegel. Mhm. Und du wirst die höhere Ebene nicht betreten, wenn du in den Polaritäten eine Seite wegkommen willst. Ja. Das sind kindgerechte Beispiele. Zeig mir die Weisen deiner Welt, die das verstanden haben. Du wirst niemals heil werden, wenn du die Krankheit bekämpfst, weil Krankheit und Gesundheit ist wie Wellenberg und Wellendal. Und jetzt ist es, wenn du die Krankheit wegmachst, ist die Gesundheit nämlich auch weg. Na so, dann bin ich ja in der Heiligkeit, ja? Du bist immer wieder für Momente in der Heiligkeit. Jetzt zum Beispiel, jetzt ist jetzt. Sobald ich mir eine Zeitspanne vorstelle, spanne ich vor mir was auf. Wir können auch ein Bild, eine Strecke vor uns hinstellen. Das ist, wenn ich jetzt auch schaue die Tastatur an. Dann öffnet sich in dir eine gewisse Fläche. Jetzt natürlich 3D. Und ich sage, sehen tust du die Tastatur. Aber das ist ein sehr unscharfes Bild. Wieso? Ich sehe doch das scharf. Ich sage, was du nicht merkst, dass du flackerst. Ich habe das oft gesagt. Wenn du jetzt auf den Monitor vor dir schaust, kannst du den Trixi, diesen Pixel-Arrangement, das ja kein Mensch ist, ins Gesicht sehen, wo auch kein Gesicht ist. Es ist die Illusion eines Gesichtes. Oder du kannst den Gogo ins Gesicht schauen. Probier das aus. Es ist entweder der Gogo da, oder es ist die Trixi da. Du kannst natürlich zwischen den zwei durchschauen und kannst dir hin das Schränkchen oder die Scholle anschauen, das Fenster anschauen. Oder hier ganz interessant, Gogo habe ich das ja noch nicht erzählt. Der Bruder heißt ja auch Kamin. Das ist ein Kamin, ist immer Dunst. Dunst haben wir ja den Adam. Schau mal, wenn du jetzt auf den Monitor drauf schaust, haben wir richtig den Bruder, der den Kamin über sich aufbaut. Am Giebel schaut er dann immer oben raus, wo der Ruach rauskommt und sich freisetzt. Ja. Es sind alle Symbole.
Da kann er dich jetzt nur noch folgen, der die Grundlagen hat für Holographie. Und das heißt also, die Schärfe, die du kriegst, kriegst du, indem du dich fokussierst. Aber wenn das Check scharf wird, also die Kollektion, das ist das, wenn ich sage, kannst du lesen und schreiben in Deutsch? Sagst du ja. Das ist der Check. Da ist ja auch keine Information mehr da. Ja. Und wiederhole ich das. Und das Einseitige, wenn du ein einseitiges Ziel anschließt, du warst jetzt lange Strecken, ausgedachterweise SDR-Ecken, lange Strecken, eine Zeitspanne entsteht immer aus Ecken, klingt verwirrend für einen, bis man Holofeeling verstanden hat, die Sprache erzählt es dann auch arithmetisch, warst du heil. Wieso? Weil ich hundertprozentig sicher weiß, dass du nicht an deinen Körper gedacht hast. Das ist der Zustand. Sobald du jetzt nachschaust, ob du gesund oder krank bist, musst du an deinen Körper denken, das ist dir aber gar nicht bewusst. Du schaust in dich rein und der Witz ist, wenn du sagst, ich bin gesund, ist auch halt, ist krank auch da, bloß du meinst, es war vorher. Heil bist du, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Hast du geatmet? Wie oft sage ich das? Um atmen zu können, musst du dir jetzt deinen Körper ausdenken und jetzt haben wir wieder einatmen, ausatmen. Das Hauptproblem ist das unbewusste chronologische Denken. Bis du begreifst, dass in der Transversalen alles gleichzeitig ist und du nur aus diesen Dateien wie beim Film anschauen. Ich wiederhole immer wieder dasselbe. Wieso wiederhole ich jetzt das? Weil du es im Alltag noch nicht verstanden hast. Du vergisst es immer und immer wieder. Dass wir nur jetzt in Bezug auf den Film alles an Tönen und Bildern gleichzeitig haben und jetzt immer nur Bild, Bild, Bild jetzt rausspiegeln. Das ist die Transversale. Und so wie die Seiten, die Bücher im Bücherregal, es ist alles im ewigen Hier und Jetzt. Und das erfährst du, wenn du anfängst, mit Lichtgeschwindigkeit zu denken. Dann ist alles hier und jetzt. Lass mal es gut sein. Und das ist jetzt, spielt es durch. Wenn du die Reife hast und wenn du kein Interesse hast, lass es. Das ist ganz wichtig, das sage ich zu den Kindern. Wenn ich das zu Tode langweile und da komme ich nicht mit und da habe ich... Du lernst nur, wenn dich im tiefsten Innern das interessiert, was du lernen musst. Darum lernen die meisten Kinder, jetzt wieder normal auf Trockennasenaffen bezogen, symbolisch, die lernen in der Schule fast nichts, weil du zugemüllt wirst mit Sachen, die für dein normales Leben gar nicht wichtig sind. Darum vergisst man das auch wieder. Du weißt, wir haben Trixi jetzt als Schulrektorin auch mit deiner Mama schon gesprochen, da gibt es so viele andere Schulsysteme, allen voran in Russland wird das gemacht. Jetzt denken wir uns das natürlich alles aus. Es ist Wissen, das wir uns jetzt vorstellen, wo ganz, ganz gezielt die Kinder richtig gelehrt werden. Das heißt, man schaut erst einmal, wo ist das Interesse? Jeder einzelne Mensch ist ein wundervolles Wesen. Das ist auch die Riesendogmen in der Konsumindustrie, wie du auszusehen hast, wie du dich zu schminken hast. Das sind alles Dogmen. Es geht nur ums Geld. Kommt gerade her. Und wir sind gleich fertig. Ich habe fertig. Habe fertig. Ja, kommt schon wieder. Das ist genau die Stelle. Merkst du, wie präzise das synchron läuft, weil alles gleichzeitig ist? Wenn du das weißt, weißt du es. Das sind nur Adressen. Dasselbe gilt jetzt für deine raumzeitlichen Vorstellungen in diese XYZ-Achsengeometrie. Ja. Da gibt es arithmetische Systeme, sind die dermaßen vierdimensional, ich will jetzt da gar nicht drauf eingehen, wenn du in die Hoch, ich sage jetzt nicht Mathematik, aber ich sage mal bewusst in die Hochmathematik reingehst, hier mit Achsendrehungen. Das Wissen ist alles da, das extreme Wissen musst du so wenig wissen, wie du wissen musst, wie Programmstrukturen arbeiten, wenn du dir einen Film anschaust. Ja. Mir ist wichtig, dass du die Demut hast, jetzt erst einmal in der Selbstbeobachtung klar zu machen, bin ich aus der Hosenscheißerphase schon draußen? Ja. Habe ich noch Angst, was zu verlieren und rege ich mich noch über was auf? Nee. Ich sage seit 20 Jahren, du hast erst einmal zu lernen, vor nichts und niemandem, was in dir auftaucht, Angst zu haben und vor nichts und niemandem Angst zu haben, dich darüber aufzuregen. Und solange das nicht der Fall ist, bist du in deiner roten menschlichen Adamentwicklung noch in einer Hosenscheißerphase, in einer Windelphase. Und Windelkinder kann man das noch nicht beibringen. Und da kannst du in deiner Rolle Professor sein oder Vorstandsvorsitzender sein, egal was für eine Rolle du spielst. Du bist von der geistigen Sicht ein extrem unreifer Geist. Darum steckst du auch in diesen Rollen drin.
Und du meinst, du wärst wichtig oder irgendwas wäre wichtig. Ich sage, alles, was in dir auftaucht, ist ein Puzzlestück, ist ein wichtiges Stück vom Heiligen Ganzen und dann wieder gespiegelt auch eine totale Nichtigkeit. Mhm. Ein Grausheim oder der Sand konnte immer zerreiben, was verändert das an deiner jetzt ausgedachten Erdkugel? Nichts. Aber was ist, wenn du, kleine Sandkorn, dir die Erdkugel nicht ausdeckst? Du Grausam. Die Kleinsten werden die Größten sein. Und das Koll-Eine, das Kleine, rot gelesen, heißt, alles ist ein nicht existierendes E-Quadrat. Das ist das Kleine. Und das G-Ross-E-Quadrat, der Geist ist Ross, Ross, scharfes S, das Sus, Jesus, Ross ist auch Rosch. B, Roshit, da oben steht es, B, Roshit, das ist der Kopf. In diesem geistigen Kopf befindet sich alles. Ja. Das ist jetzt mit Sicherheit, der Kopf ist nicht das Pixelbild, das du hast. Und auch nicht der Udo, wenn er auf der Farbbrille ist. Du bist der Kopf. Mhm. Aber das ist ein Zwiebelscheibenprinzip, B-Zelle. Ja. Es ist alles ganz anders, sagt der Udo immer. Ganz anders. Es ist Schule des Lebens, zu durchleben. Und die Garantie, sich langsam anzunähern, sich bewusst zu machen, dass man selber ewig lebt. Dass man selbst nie einen Anfang hatte. Wann hast du Geist zum Denken angefangen? Wo kommst du her? Das sind so einfache Sätze. Und jetzt schau einfach, was deine Logik, deine anerzogene Logik darauf antwortet. Ich fange nicht nochmal an, das ist, du weißt es. Zum Denken, ich kann bloß jetzt denken. Und wo ich herkomme, du kommst aus dem Nichts und du gehst in das Alles. Ein ewiger Weg. Okay? Was macht er? Kann ich nur Tschüss sagen oder sagen wir so Tschüss? Ja, eigentlich müsste er gleich wieder kommen. Jetzt denke ich mal gerade in den oberen Stock. Das ist genau, Kat, was ist jetzt da? Das ist genau das Spiel. Ich sage, wenn ein bisschen hier anfängt, du wieder hochzurechnen und unbewusst um dich herum Gedanken zu verstreuen, Angst in dir aufzubauen, was dann passiert oder dann passiert. Es sind nur ständig wechselnde Gedanken hier und jetzt. Ja. Die ganze Meditation in der Esoterik, da steckt so viel Weisheit drin. Die Schwierigkeit ist nicht, was die Meister sagen in den Büchern, ob das die Zen-buddhistischen Meister sind, ob das die Sufi-Meister sind, die Bahai-Meister sind, egal, die indianischen Meister, wenn wir nach Amerika gehen. Wenn du die Bücher, Weisheit ist Weisheit, egal aus welchem Kontext, aus welchem Glaubenssystem heraus die Weisheit kommt. Mhm. Das ist ja das schöne Holo-Feeling, sagt, das sind alles diese ganzen, ich nenne es einmal diese Religionen, sind alles Weisheit, auch von den Naturvölkern, wenn du mal dich beschäftigst mit, wir denken, müssen wir uns natürlich zuerst einmal irgendwelche Amazonas-Indianer oder Aborigines ausdenken und dann beschäftigen wir uns damit, was glauben die eigentlich? Und dann kannst du nur wieder in dein Internet gehen und ich meine jetzt in dich selbst hineingehen. Früher hat man dann irgendwie in Bibliotheken Büchern rausgeholt, aber jedes Buch, das du dir ausdenkst, kommt aus dir, wenn du träumst. Das ist die Metapher des träumenden Geistes. Es gibt nichts, was in dir existieren könnte, was, wenn du träumst, nicht aus dir selber heraus, aus dem tiefsten Innern, aus Gott, jetzt nenne ich es mal dein Internet, herauskommt. Und wenn es dann existiert, existiert es in dir. Und dann verstreuen wir das bewusst um uns herum. Und all diese Religionen, wenn du dich beschäftigst, die dann in dir auftauchen, die werden merken, es ist exakte Beschreibung in einer extrem kindgerechten, metaphorischen Art von Holofeeling. Mhm. Nur in verschiedenen Perspektiven. Es kann oft sehr unterschiedlich sein, wie wenn man jetzt die Einzelteile, die Kollektion vom Auto, mein Kabelstecker, der Schlauch, die Schraube, es ist trotzdem bloß Teile von dem Ganzen. Genauso ist, wenn man jetzt im Hinduismus, im Buddhismus und überall zerplatzen die wieder. Ordner, Kollektion, Selektion. Jedes, was du selektierst, wird wieder. Kollektion, Selektion. Bis du in die Bilder kommst. Eine Stadt, wir selektieren aus der Stadt, hast du mal einen gewissen Zeitpunkt. 221 oder 1800 oder 1500. Weißenburg 1500 ist ein ganz anderer Marktplatz wie 221. Ist, wenn ich da stehe, das Rathaus angeblich schon da gewesen, die Frage stellt sich nicht mehr. Es ist ja eine Datei, wo alles gleichzeitig ist. Und wenn ich jetzt den Marktplatz 1500 Weißenburg aufmache und schaue in Westrichtung und ich mache das 2000 auf und schaue in Westrichtung, jetzt tun wir mal logisch, weil dasselbe Rathaus, aber die Oberfläche ist anders. Das Grundkonstrukt bleibt gleich, weil immer wieder mal restauriert wurde, denken wir uns jetzt in der Vergangenheit. Merkst du, es ist immer jetzt.
Du spielst, du tauschst nur hier die Sachen aus. Mhm. Also guck, wir brauchen zuerst einmal, der Stadt brauchen wir zuerst einmal einen Zeitpunkt, die Stadt selber, wo wir stehen, Längen, Breiten gerade, wo wir uns genau hindenken, aber innerhalb des Marktplatzes jetzt, der Marktplatz wiederum ist Längen und Breiten gerade in Bezug auf unsere Erdkugel. Die Erdkugel, die Positionsbesprechung unseres Bewusstseins findest du schon in Ich bin du. Wir brauchen zuerst einmal die Galaxie im Universum, aus der Galaxie nehmen wir ein Sonnensystem, aus dem Sonnensystem nehmen wir den dritten Planeten, die Erde. Jedes Mal setzt du einen Mittelpunkt. Ja. Dann machst du aus der Erde Längen, Breiten gerade, machen wir einen Ort. Das wäre jetzt der Marktplatz in Weißenburg. Jetzt brauchen wir noch ein Datum. 15. Jahrhundert, 21. Jahrhundert und jetzt eignen wir uns einmal ein Richtung Westen. Wir nennen das einmal so. Dann schaue ich hier von der Oberdorfstraße, schaue ich auf den Marktplatz. Beziehungsweise vom Marktplatz müsste ich Richtung Norden schauen, dass ich das Rathaus sehe. Gut, jetzt haben wir das Bild und das hängt jetzt von dem Zeitpunkt ab, den ich nehme, wie das Rathaus genau ausschaut. Es ist immer dasselbe in der Spanne. Ich gehe mal zurück, wenn ich jetzt runterfahre, hier 800 vor Christus, ist zwar rechts schon ein Römerkastell gewesen, aber der Marktplatz war noch nicht da. Das ist diese Verwandlung in dir, aber es verwandelt sich doch nur deine Information mit dem Wissen. Ja. Du kannst es mit dem Wissen jetzt alles nachmachen. Das ist einmal ein komplett neuer Ansatz. Und wenn ich das Ganze, was wir jetzt nur Bilder beschrieben haben, kann ich programmieren, kann ich ein statisches Programm mit Bündchen und Strichen machen. Ja. Die Welt ist eine Matrix, das ist der Hintergrund. Ja. Das sind übrigens, was die schauen, die Quantencomputer, die habe ich eigentlich schon vor ein paar tausend Jahren entwickelt. Ja. Dein Programm läuft auf einem Quantencomputer. Es kommt bloß langsam das Wiedererinnern, was dir deine Physiker erzählen, wie ein Quantencomputer oder was ein Quant ist, die haben keine Ahnung, das sind Labertaschen. Schon die Tatsache, dass Gedanken, die wir uns denken, Kisten sind. Mhm. Ein Dasein müssen ohne eigenes Bewusstsein. Du bist das Bewusstsein für deinen Traum. Mhm. Roter Bereich, ein rotes Ich. Abhängig, was du erlebst, welches Programm, welches blaue Ich du zurzeit, welches Buch du laufen hast. Interesting. Du merkst jetzt selber, jetzt rede ich wieder von Brüssel zu Brüssel, Gogo, unser erstes Treffen, wo wir vom Hören, kennst du mich ja schon ein länger, wo wir dann das erste Mal dann auch von Angesicht zu Angesicht uns gegenübergestanden sind, dieses, wo ich oft erzählt habe, wo du dann zuhörst, total fasziniert. Mhm. Du sagst, ich habe schon immer in mir gespürt, dass das irgendwie anders ist. Mhm. Und dann hat der Udo zu dir gesagt, und weil du das in dir trägst, diesen Keim, bin ich in dir auftaucht. Ja. Nur deshalb. Und jeder, der anfängt, sich für Holofeeling zu interessieren, hat diesen kleinen Keim in sich. Ja. Und alles andere sind bloß geistlose KIs. Antagonisten wie in einem Videospiel, nur Programme zu unserer Unterhaltung. Nee. Jetzt lassen wir es gut sein. Nee. Ach, ja, bis schön. Gleich. Bis gleich. Wunderbar. So schön.